Okay, es funktioniert, Leute. Ich glaube, wir haben es geschafft. Sound haben wir auch, ne? Sag mir, ob der Sound passt. Wir können da noch ein bisschen was an der Lautstärke machen, wenn das Spiel lauter werden soll oder leiser. Jetzt können wir uns sogar das Intro mal anschauen. Schön. Das wird auf YouTube rausgeschnitten, wenn ich das hochlade, leider. Schönes Intro. Mag ich. Wen erschießt der Krieg. Da im Intro? Krieg ist wer da erschossen wird, weiß man nicht. Irgendein Kanadier. Die Römer führten Krieg für Sklaven und Reichtum. Spanien errichtete ein Königreich aus Gier nach Gold und Territorium. Das zerstörte Deutschland wurde zu einer Wirtschaftsgroßmacht. Aber Krieg ist immer gleich. Selbst im 21. Jahrhundert wurde noch Krieg um Bodenschätze geführt. Nur wurde diesmal die Beute gleichzeitig zur Waffe. Erdöl und Uran. Wegen dieser Schätze marschierte China in Alaska ein, annektierten die USA Kanada und die Vereinigten Staaten von Europa zerfielen in zerstrittene Nationalstaaten, nur darauf aus, die letzten Bodenschätze der Welt zu kontrollieren. 2077 war der Schrecken des Weltkriegs zurückgekehrt. In nur 2 Stunden wurde fast der gesamte Planet in Schutt und Asche gelegt. Und aus der Asche der atomaren Zerstörung kämpfte eine neue Zivilisation ums Überleben. Einige schafften es, sich in halbwegs sichere, große unterirdische Vaults zu retten. Deine Familie gehörte zu denen in Vault 13. Sicher eingeschlossen hinter der riesigen Tür, unter massivem Felsgestein lebt eine Generation, die nichts über die Außenwelt weiß. Doch nun wird sich das Leben in der Vault ändern. Oh-oh. Dam-dam-dam. Okay, cool. Dann starten wir ein neues Spiel. Und wir machen natürlich uns selber eine Figur. Ist eh logisch. Wir nennen den jungen Herrn Landsquid. Lassen wir mal, ist ja wurscht. Alter ist ja, spielt ja überhaupt keine Rolle. Ich spiele normalerweise in Fallout sehr gerne ein bisschen skurrilere Charaktere, ne? Und gehe da ein bisschen so, spezialisiere die ein bisschen weird und mache einfach ein bisschen lustige Sachen. Aber ich glaube, heute bauen wir mal einen relativ konventionellen Charakter, mit dem wir einfach gut sind. Das, glaube ich, ist heute mal angesagt. Mach ihn schön dumm. Ja, das mache ich normalerweise sehr gerne. Ja, zum Beispiel. Aber ich glaube, heute machen wir mal ausnahmsweise einen guten Charakter. Tatsächlich. Ich gebe ihm auf jeden Fall hier das Zusatzmerkmal begabt. Begabt ist immer gut. Und tatsächlich werde ich ihm kleiner Körperbau geben, weil ich einen Schützen machen will. Was ich eigentlich nie mache, weil meine Tragekapazität ist mir eigentlich sehr wichtig. Aber diesmal mache ich's. Null intelligent Bild, ja. Ja, das hatten wir ja schon mal. Da gibt's ja das Let's Play von Fallout 2, ne? Deswegen machen wir jetzt mal wirklich einen anständigen Charakter. Okay, gucken wir mal. Ich würde sagen, wir drehen die Stärke auf 5, auf jeden Fall. Wir machen Glück auf 9. Wir machen Beweglichkeit auf 9. Beweglichkeit ist so ziemlich das Einzige, das ich am liebsten von Anfang an auf 10 drehen würde. Aber auch nur,
weil ich gern die Bewegungspunkte von Anfang an gemaxt hätte, aber es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. So, das wäre jetzt zum Beispiel ein ganz guter Charakter eigentlich, ne? Vielleicht mache ich sogar Charisma noch ein bisschen runter, mache es hier noch extremer. Wir könnten auch, was Stärke angeht, noch ein bisschen runtergehen, weil die Powerrüstung kompensiert das, wenn wir die haben. Damit wir doch unser Charisma... Aber Charisma ist gar nicht so wichtig. Stärke aber auch nicht. Ausdauer auch nicht. Nee, ich glaube, wir lassen den so. Machen wir so einen. Der ist ganz gut. Glück auf jeden Fall hoch, ja. Ich hoffe, dass wir coole Zufallsbegegnungen haben. Und ich überlege echt, Leute, ich überlege, ob wir uns auf Energiewaffen spezialisieren sollen oder auf große Waffen. Aber dann müssten wir vielleicht nochmal an der Stärke arbeiten, wobei es wird schon gehen. Sinnvoll wäre es, kleine Waffen zu nehmen als Spezialisierung. Aber ich hätte schon Bock auf Energiewaffen. Ich glaube aber, die erste Energiewaffe, die man in Fallout 1 überhaupt kriegen kann, ist in Necropolis. Und bis dahin wären wir komplett nutzlos. Das ist halt ein bisschen blöd, ne? Bis dahin, ich muss quasi weglaufen und mich rausreden, bis wir in Necropolis in der Kanalisation, glaube ich, eine Laserpistole oder eine Plasmapistole, glaube ich, kriegen. Ich mache es. Wir gehen auf Energiewaffen, auch wenn es ziemlich blöd ist. Okay, ansonsten könnten wir... Hey Malte, vielen, vielen Dank für dein YouTube, für deine YouTube-Mitgliedschaft. Dankeschön, super nett von dir. Willkommen bei den Jüngern der Tentakel. Kleine Waffen wäre schon besser, ne? Aber ich habe Bock auf Energiewaffen. Ich habe ja durch den hohen Glückswerk die Hoffnung, dass wir vielleicht einen gewissen kleinen Alien Blaster relativ früh im Spiel finden. Das ist unwahrscheinlich, aber ich habe die Hoffnung. Und dann wird's crazy. So, was machen wir sonst noch? Reden... Wir sind jetzt nicht besonders charismatisch, ne? Aber wir könnten vielleicht auf Wissenschaft gehen. Das gibt auch ein paar ziemlich interessante Dialogoptionen, definitiv. Ah, nehme ich doch vielleicht auch noch kleine Waffen. Hi, Burger Bun. Ja, Grocknack, aber wie gesagt, ne, das sind so ein dummer Grocknack, das wäre der Bild, den ich eigentlich immer gern spielen würde. Deswegen will ich diesmal mal was ganz anderes machen. Öffnen. Öffnen. Okay, machen wir Öffnen, Wissenschaft und Energiewaffen. Das wird ein interessanter Charakter. Gerade am Anfang werden wir ziemlich schwach sein. Ich versuche trotzdem, die Ratten am Anfang wenigstens zu töten im Vorderbold. Für ein paar Erfahrungspunkte. Und ab dann heißt es laufen, bis wir in Necropolis waren, so ziemlich wahrscheinlich. Aber das kriegen wir hin. Das wird lustig. Gut, ich glaube, ehrlich gesagt, so lassen wir den. Ist jetzt wirklich ein relativ normaler Charakter. Für meine Verhältnisse auf jeden Fall. Okay. Ah, du bist da. Ah, ich bin da. Wir haben ein Problem. Ein großes. Der Steuerchip unserer Trinkwasseranlage hat den Geist aufgegeben. Wir können ihn nicht reparieren und die Anlage lässt sich nicht durch Notsysteme steuern. Kurz gesagt, wir haben bald kein Trinkwasser mehr. Kein Wasser, keine Vault. Er ist lebenswichtig für uns. Offen gesagt, ich glaube, du bist unsere letzte Chance. Ich mich auch, Clubsport. Ich freue mich auch Besorgen schon auf meinen Fallout 5 Let's Play. Wir schätzen, wir haben für 4 bis 5 Monate Wasser in der Vault. Bring uns den Chip. Auf deiner Karte siehst du eine zweite Vault. Geh am besten erstmal dorthin. Hey, pass gut auf. Okay? Okay. Die Köpfe waren übrigens für damalige Verhältnisse, ne, falls ihr jünger seid, der absolute Hammer, was Grafik angeht. Das war richtig irre. Diese Talking Heads, wahnsinnig gut, wie die aussehen.
Nom, 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 nom. Ich habe hier übrigens den neuen Holy Energy Drink, Energy Eel mit Energy Geschmack. Was ich witzig finde, dass Holy jetzt nach 3 Jahren auch mal einen Energy Drink mit Energy Drink Geschmack rausbringt. Und der schmeckt einfach wirklich, wie man sich einen Energy Drink vorstellt, ne? Dieser typische Energy Drink Geschmack. Aber ich finde es schon sehr lecker, muss ich sagen. Ich mag den schon sehr gerne. Guck mal, was mir Holy noch so geschickt hat. Tada! Die Holy limitierte Superbox, Premium-Box, die es zurzeit in 3 verschiedenen Variationen gibt bei denen. Ich weiß gar nicht, ob die schon ausverkauft sind, ehrlich gesagt. Es gibt da pro Box-Variation nur 3.333 Stück. Ich habe leider nur die 1.782. bekommen, ne? Keine besonders coole Zahl. Schade, es wäre lustig, wenn ich irgendeine absolut seltene Zahl bekomme. Ich glaube, bei der 0001... Die kann man dann teuer weiterverkaufen. Aber gut. Auf jeden Fall sind da unter anderem sehr schöne neue Trinkbecher drin. Uah, die haben mir fast aus der Hand fällt. In Bronze, Gold und Silber, je nachdem welches Paket man sich holt. Und auch nochmal eine limitierte Editionsvariante von einem Energy Drink. Sehr schön. Hab mich sehr gefreut, dass die mir das geschickt haben. Sehr cool. Habe ich jetzt extra noch verpackt gelassen für den Stream heute. Und ab jetzt wird der benutzt, der bronzene Kelch. So. Hi, Lodrick. Ja, Product Placement an der Stelle. Holy, holy Werbung, oben im Eck, da in der Richtung. LSBR für einen 5€ Rabatt, LSBR 10 für 10% Rabatt. Schaut vorbei, aktuell haben die noch... Ja, oder? Doch, noch sehr geiles Angebot, das Probierpaket mit allen möglichen Sorten, die die haben, sowohl Energy als auch Hydration als auch Eistees, stark reduziert mit dem Code LSBR10 kriegt ihr über, ich glaube, über 50 oder auf genau 50% Rabatt. Lohnt sich aktuell super stark. So, aber jetzt, wir haben hier natürlich erstmal, ganz wichtig, Ed. Aber Ed ist tot. Tja, kann man nichts machen. Hallo, Mornam Lung, was geht? Ed ist tot. Die Geschichte von Ed würde mich wirklich interessieren. Ed ist ein großes Mysterium, weil warum ist hier draußen Ed? Warum liegt hier draußen jemand mit einem alten, verwesten Wallsuit? Und scheinbar schon, ne, der ist scheinbar schon lange tot. Warum liegt vor unserer Vault 13, die sich angeblich noch nie geöffnet hat, ein Skelett mit Vault-Anzug. Ausgesperrt. Wer war Ed? Und warum weiß unsere Hauptfigur, dass es sich um Ed handelt? Aber gut, Ed ist dead. So, es ist natürlich vor allem eine Tarantino-Referenz. Sad is dead. Aber, ja. Gut, schauen wir mal kurz in unser Inventar. Aktuell haben wir jetzt nur die 10mm Pistole. Die werden wir jetzt natürlich auch benutzen. Es hilft ja nichts. Und ein Messer. Das ist für uns komplett nutzlos. Ich rüste mal die Stimpacks aus und ich versuche jetzt mal die Ratten hier zu erschießen. Aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen mit unserem Charakter. Mal kurz eine Frage in der Runde. Wie spielt ihr Open-World-Spiele so im Fallout? Die Frage musst du genauer... was? Ich verstehe nicht, was du meinst. Aber ich erkunde sehr viel. Wenn das die Frage war, ich erkunde sehr viel. Ich erkunde gern die einzelnen Regionen um meinen Startpunkt herum, so Stück für Stück. Und sammle alles und gucke mir alles an. Und nach ergibt sich dann so ein bisschen die Hauptstory und die Nebenstories. Ich spiele weniger mit Questmarkern und mehr mit Erkunden. Guck mal, das sieht ja gar nicht so schlecht aus, ne? Die Ratte steht direkt neben mir. Ich versuche mal einen Schuss auf den Kopf. Ah, Körperschuss reicht bei einer Ratte. Yes, wir haben getroffen. Die Ratte hat überlebt. Aber sie ist so gut wie tot. Dann gehe ich noch mal ein paar Schritte. Zug beenden. Hallo, Contaminator. Ich bin der Erkunder, weil jeden Zentimeter beobachtet. Auch zum Beispiel geil wie bei Red Dead Redemption 2. Ja, genau. Ich erkunde auch am liebsten.
Okay, Ratte Nummer 1 ist tot. Oh, da haben wir nicht mal eine Trefferchance. Prozent. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss die Ratten wirklich herkommen lassen, sonst hat es nicht viel Sinn. Oh, Malte, vielen, vielen Dank für den großzügigen Superchat. Dankeschön. Ein kleines Dankeschön für deine ganzen Videos und die Arbeit, die du da reinsteckst. Hey, ich danke dir. Schön, dass du dabei bist. Danke. Spielst du mit die klassischen Teil mit Mods oder Total Conversion? Ich habe Mods drin, aber nur für die Auflösung, damit das Spiel nicht mehr geschnitten ist und ein paar Bugs, die gefixt werden. Also alles andere als eine Total Conversion. Jawohl, Headshot. Auf zur nächsten Ratte. Nee, das ist schon eine sehr gute Idee, wenn ich die Ratten jetzt mal auf mich zukommen lasse. So gut zielen wir nicht. Haha, Mist. Okay, wir wurden leicht verwundet. Ein leichter Rattenbiss, aber nicht besonders schlimm. Das sind ja irgendwie nicht mal großartig besonders mutierte Superratten, gegen die wir hier kämpfen. Das sind einfach nur relativ normale Ratten, ne? Höhlenratten. Die wirken jetzt auch gar nicht so, als wären die jetzt großartig, als hätten die großartig Superkräfte. Aber man muss halt sagen, wir sind halt jetzt aktuell auch irgend so ein wohlbehüteter Trottel aus einer Vault. Wir haben keine Ahnung von der Welt da draußen. Unser ganzes Leben lang war wahrscheinlich ziemlich kuschelig und behütet. Und wir sind überhaupt nicht auf das vorbereitet, was uns jetzt gleich erwarten wird. Und insofern macht es ja Sinn, dass so ein Rudel aggressiver Ratten durchaus schon was ist, das uns vor eine Herausforderung stellt. Sehr gut. Haben die Ratten eigentlich Loot nicht, ne? Nee. Ich geh mal nochmal schnell da oben rein. Ich glaube, da ist mindestens noch... Oh, da sind noch 3, 4. Ja, genau. Die nehmen wir auch mit. Da sind jetzt ein paar easy Erfahrungspunkte. Die sollten wir nicht liegen lassen. Gerade wenn wir die erste Zeit nicht so viel kämpfen dürfen mit unserem Charakter. Das ist jetzt nicht der spannendste Kampf. Das ist mir klar. Aber ja, das kriegen wir schon hin. Ich habe tatsächlich, also ich möchte jetzt noch nicht zu viel versprechen hier, ne? Das will ich gleich mal dazu sagen. Aber ich hätte tatsächlich Bock und überlege jetzt auch schon eine ganze Zeit, wie man das am besten machen könnte, dass wir tatsächlich sowohl die Resident Evil-Reihe weiterhin, weil da bin ich ja gerade dabei, dass wir die wirklich vom ältesten bis zum neuesten Teil durchspielen, dass wir sowohl die Resident Evil-Reihe, als auch parallel die Fallout-Reihe vom ältesten bis zum neuesten Teil, inklusive Fallout 76, aber auch dem weirden Brotherhood of Steel Spin-Off durchspielen, im Stream, von vorn bis hinten. Jede Woche dann immer vielleicht mittwochs oder so. Gucken wir mal. Ich habe nicht sehr viel mehr Zeit als die 6 Stunden in der Woche, die ich ohnehin schon in Streams stecke. Und ich will eigentlich aus dem Resident Evil-Playthrough jetzt nicht zu viel rausnehmen. Aber ich finde schon irgendwie einen Weg, dass wir das einigermaßen sinnvoll kombinieren. Und dann werden wir eventuell alle Fallout-Teile der Reihe nach durchspielen. Parallel zu Resident Evil. Das wäre zumindest mein Plan aktuell, ne? Ich weiß noch nicht genau, wie wir das am besten machen, terminlich. Aber das kriegen wir hin. Und das wird ziemlich cool. Da habe ich wirklich Bock drauf. Fallout Tactics ist zum Beispiel auch ein Teil, den spiele ich viel zu selten, obwohl ich den eigentlich ganz gerne mag. Und irgendwie ist Fallout Tactics für mich so ein Spiel, dass ich habe immer sehr viel Spaß, wenn ich starte mit dem Spiel. Und dann wird es ein bisschen schwerfällig und träge und ich habe so einen Durchhänger. Aber hinten raus macht es mir dann wieder echt viel Spaß. Und ich glaube, wenn ich nicht gezwungen werden würde durch so einen Stream oder ein Let's Play oder was auch immer, dann würde ich immer mittendrin aufhören. Und deswegen wäre das eine super Idee, wenn man das wirklich auch mit einem Stream kombiniert. Aber gucken wir mal. Da hätte ich Bock drauf. Vielleicht machen wir das irgendwie. Irgendwie machen wir das hoffentlich. Und dann wird das cool. Heute machen wir, lass mich kurz rechnen, voraussichtlich bis 10 oder so. Schauen wir mal. Ich habe jetzt am Anfang ein bisschen gebraucht, bis wir Fallout 1 zum Laufen bekommen haben. Deswegen will ich Fallout 1 ein bisschen länger spielen. Dementsprechend wird Resident Evil ein bisschen später losgehen. Aber dann will ich auch Resident Evil nicht zu sehr beschneiden.
Also vielleicht wird es ein bisschen länger. Gucken wir mal. Oh oh, jetzt bin ich von zwei Ratten umzingelt. Die machen uns zwar nicht viel, aber wir sind halt auch ziemliche Luschen, ne? Das darf man nicht vergessen. Und da jetzt daneben schießen ist doof. Für welches Resident Evil wärst du als Remake gehypt? Boah. Ich glaube, ich würde alle nehmen. Ich finde alle cool. Also alle, die realistisch sind. Ein Remake vom ersten wäre ziemlich klasse. Ein Remake von Code Veronica wäre cool, aber dann richtig, ne? Also auch schon beim ersten natürlich, aber Code Veronica ist noch ein bisschen umfangreicher, deswegen wäre es mir da noch wichtiger. Da will ich nicht irgendwie wie im Fallout 1 und vor allem Resident Evil 2 beziehungsweise Resident Evil 3 Remake, will ich da nicht irgendwie sehen, dass irgendwelche Inhalte fehlen. Sondern das muss dann schon mindestens alles, was im Original war, plus am besten noch ein bisschen mehr sein, ne? Also da verstehe ich dann keinen Spaß mehr. Aber ja, da fände ich alles super. Resident Evil 5 von mir ist aber auch, das könnte ein sehr tolles, lustiges Actionspiel auf der Basis von dem neuen Resident Evil 4 jetzt sein. Während die anderen beiden eher ein bisschen in Richtung Horror gehen sollten und werden, ne? Alles hat da großes Potenzial. Ah, finde ich gut. Bin ich dabei. Können machen, was die wollen. Ich freue mich drauf. Also aktuell hat Capcom bei mir echt einen Stein im Brett. Die können aktuell wirklich, die haben einen Vertrauensvorschuss, was die Resident Evil Spiele angeht. Ist deine Haarpracht geplant? Bin etwas neidisch. Die ist relativ ungeplant. Also, was soll ich sagen? Ich habe mir vorgenommen, dass ich meine Haare einfach in ihrer vollen Pracht gedeihen lasse. Ich war immer so ein bisschen self-conscious mit meinen Haaren und habe die immer irgendwie auf die Seite gegelt und ne, und irgendwie habe ich immer gerade in meiner Jugend, aber auch im jungen Erwachsenenalter meine Lockenpracht verstecken wollen. Und mittlerweile sage ich, yo, lass das Zeug sprießen, es ist awesome. Andere Leute in meinem Alter, andere Männer in meinem Alter wären froh, wenn sie noch so volles Haar hätten, ne? Also was soll der Quatsch? Ich persönlich wäre für Code Veronica und Survivor 1 und 2. Survivor ist definitiv eine... Mein Gott, können wir vielleicht auch mal wieder einen Schuss treffen. Irgendwann. Wäre schon nett. Survivor ist eine interessante Wahl. Das ist, aber ich persönlich hätte zum Beispiel auch sehr gerne Remakes von den Lightgun-Shootern. Gerne auch einfach eine Collection oder sowas, wo die beiden HD-Remastered drin sind. Umbrella Chronicles und Darkside Chronicles. Das würde mich auch voll freuen, aber das ist auch so ein Nischentitel, ne? Ein paar Ratten haben wir noch, Leute. Habt ihr das gesehen? Irgendwie, auch wenn das so rein logisch betrachtet nicht sehr viel Sinn macht, der muss schon sehr daneben geschossen haben, irgendwie hat unser Hauptcharakter an dieser Ratte vorbeigeschossen und die da hinten getroffen. Auch nicht schlecht. Muss man auch erstmal hinkriegen, ne? Oh Gott, oh Gott. Wow, mit 37%iger Wahrscheinlichkeit getroffen. Nicht schlecht. Also jetzt gerade macht der Charakter alles wieder gut, ne? Ein paar Mal daneben geschossen, ich habe mich schon geärgert. Yes! Ah, hat nicht gereicht zum Töten, aber immerhin. Sehr gut. Okay, die haben wir auch. Ich glaube, jetzt sind es nur noch eine oder zwei oder so. Dann sind wir auch schon durch. Laden wir noch schnell nach, bevor der nächste Kampf beginnt. Na komm, schieß ruhig mal. Dein Ziel ist blockiert. Ach, jetzt habe ich meinen geschenkten Zug verschwendet. Naja, egal. Oh Gott, was mache ich denn? Ich muss mich jetzt nochmal ganz kurz für eine Sekunde konzentrieren hier. Ich mache gerade lauter Blödsinn. Wartet mal schnell. Ach, come on, dude. Come on.
Irgendwie sind die Ratten da gerade ein bisschen kaputt, ne? Irgendwie ist die gerade ein bisschen kaputt. So, dankeschön, ne, also. So. Gut, alle Ratten getötet. Wir haben es geschafft. Let's go. Das Spiel war mir schon immer zu hoch. Meinst du jetzt Fallout 1 hier? Das ist aber gar nicht so tragisch. Das ist wirklich gar nicht so tragisch. Das wirkt nur ein bisschen kompliziert, weil es einfach wirklich so ein bisschen uncomfortable ist. Wie sagt man, so ein bisschen unzugänglich, ne? Aber wenn man so ein bisschen die Grundmechaniken drin hat, dann ist das gar nicht mehr schlimm. So, Vault 13 erfolgreich verlassen, immerhin. Wir haben es weiter geschafft als Ed. Ed ist tot, wir nicht. Und jetzt reisen wir nach Vault 15. Zumindest versuchen wir es. Leute, stopp. Stopp. Ich sollte vielleicht kurz speichern. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. So, wartet mal kurz. Speichern. Oh, ich habe hier noch irgendein Savegame. Das überschreiben wir. Das kann weg. Max Stone. Wann habe ich denn mal mit Max Stone gespielt? Was? Ich kann mich überhaupt nicht an dieses Savegame erinnern. Naja. Überschreiben wir. Okay, weiter geht's. Du meinst, das Spiel sieht wild aus? Oh, wartet mal kurz. Shady Sands. Hey, wir haben es hierher ohne Zufallsbegegnung geschafft. Krass. Du meinst, das Spiel sieht wild aus? Dann bist du kein Kind der 80er, 90er. Für uns war das der Shit. Ich habe ja tatsächlich Fallout 1 auch ein bisschen später gespielt. Das war eher so in den 2000ern. Da war das auch schon ein bisschen älter, aber für mich war es immer noch der Shit. So, willkommen in Shady Sands. Für alle, die die Spiele nie gespielt haben, die nur die Serie kennen. So hat Shady Sands mal begonnen, bevor es dann zu der riesigen, für Ödland-Verhältnisse riesigen Hauptstadt wurde. Und was ich ein ganz nettes Detail finde, auch wenn die Serie lore-technisch teilweise echt ein bisschen ganz schön durcheinander kommt, gerade was auch die Location von Shady Sands angeht und sowas, was ich ganz nett finde, ist, diese Säule hier sieht man in der Serie. In diesem kurzen Rückblick, wo man auch die Bimmelbahn von Shady Sands sieht, steht quasi da am Bahnhof noch die, genau diese Säule hier. Das ist schon nett. Aber jetzt reden wir mal mit den guten Leuten, die sich hier niedergelassen haben. Schauen wir mal. Den Anführer der Wache von Shady Sands. Guten Tag. Mein Name ist Seth. Wo? Warte mal, ich leg mir. Ich hab hier. Warte mal. Schauen wir mal. Hallo? Okay. Hallo? 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 Guten Tag. Mein Name ist Seth. Womit kann ich dir helfen? Ich bräuchte mal ein paar Infos. Informationen? Was willst du genau wissen? Warum ist der so böse? Ich verstehe es überhaupt nicht. Erzähl mir was über diesen Ort. Shady Sands ist eine friedliche Gemeinde. Wir haben unser eigenes Bewässerungssystem, so dass wir Anbau betreiben können. Wenn wir nicht dauernd von den Red Scorpions und Gangsterbanden tyrannisiert würden, ging es uns richtig gut. Erzähl mir mehr über die Red Scorpions. Diese verdammten Red Scorpions fallen unsere Brahmin an, seitdem wir hier sind. Keine Woche vergeht, ohne dass diese Viecher einen von unseren Leuten vergiften, der sie aus den Ställen vertreiben will. Letzte Woche hat es mein Bruder Yavin erwischt. Ruslow, unser Arzt, ist auf fieberhafter Suche nach einem Gegenmittel. Hä, vielleicht kannst du uns ja helfen. Wieso sprichst du nicht einfach mal mit unserem Anführer Aradesh? Bring mich zur Red Scorpion Höhle. Ich schätze mal, das ist komisch übersetzt und der zeigt mir jetzt nur eine Markierung auf der Karte. Der wird jetzt nicht mit mir dahin gehen. Wir sollten jetzt noch nicht in die Red Scorpion Höhle.
Willst du wirklich den Weg zur Rex-Skorpion? Die Rex-Skorpion-Höhle. Das sind kleine Tyrannosaurus-Rex-Skorpione. Das ist ja ziemlich krass. Aber es sind zum Glück nur Red-Skorpion-Höhle, wissen? Ich kann nicht mitkommen, aber ich kann dir den Weg dorthin beschreiben. Ja. Nein, warte mal. Das hat mich doch schon hin teleportiert. Oh mein Gott, oder bleiben wir hier? Ich speichere mal. Das ist jetzt gerade das Dümmste, was ich hätte machen können. Aber hey, so ist das vielleicht einfach. Let's go. Die Knochen einer großen zweiköpfigen Kuh. Ja, aus Sicht unseres Vault-Bewohners macht das Sinn, ne? Jeder andere im Ödland würde sagen, das ist natürlich ein Brahmin und hat noch nie was von einer Kuh gehört. Und wenn jemand sagen würde, es gäbe sowas wie eine einköpfige Kuh, dann würden, wie ein einköpfiges Brahmin, würden die sagen, ja, das halte ich für seltsame Gerüchte. Sowas habe ich noch nie gesehen. Aber unsere Hauptfigur hier, die kennt natürlich noch Kühe aus dem Vault-Tech-Unterricht. Okay, Red Scorpion. Ich bin komplett unterpowered, unterlevelt und kann echt nicht mit meiner Waffe umgehen. Let's go. Irgendwas ist gerade im YouTube-Chat passiert. Irgendwie sind gerade Nachrichten verschwunden. Kann das sein? Marcel, hast du gerade nochmal... Ach ja, jetzt sehe ich's. Marcel, danke schön. Das war's. Danke schön für den Superchat. Danke für deine tolle Arbeit. Ich danke dir. Ich war gerade sehr verwirrt, weil ich habe gerade Malte und Marcel verwechselt. So, aber jetzt ergibt wieder alles Sinn. Hey, danke dir, Marcel. Das ist wirklich super nett von dir. Okay, jetzt schauen wir mal, ob wir mit dem Red Scorpion fertig werden. Ich kann gerade so aus der Entfernung auf seinen Panzer schießen. Das ging voll daneben. Oh mein Gott. Ich werde nicht mal mit einem Red Scorpion fertig. Ja, das war immerhin ein Treffer. 9 Trefferpunkte. Wir haben ihn getroffen. Und er sieht schwer verletzt aus. Wenn uns die Munition nicht ausgeht, schaffen wir das. Hoffe ich. Komm, gehen wir ein Stückchen weg. Oh, 2 Trefferpunkte. Ich glaube, wir sind nicht vergiftet. Alles gut soweit. Okay, das wird spannend. Soll ich auf den Kopf zielen? Ich versuch's. Yes! Ja! Wir haben es geschafft. Red Scorpion wurde kritisch am... Der Red Scorpion fällt auf den Rücken. Er ist noch nicht tot. Aber er ist so gut wie tot. Er ist so gut wie tot und er ist auf dem Rücken gefallen. Ich gehe jetzt noch mal ein paar Schritte weg. Er verliert viele Aktionspunkte fürs Aufstehen. Darf nicht mehr angreifen. Das habe ich gehofft. Shit. Ah! Oh, das wäre es jetzt gewesen. Das wäre jetzt unser... Oh, wir sind vergiftet. Oh. Oh. Das war jetzt unsere Chance, dass wir den Kampf erfolgreich beenden. Ohne vergiftet zu werden. Vergiftet sein ist jetzt sehr schlecht. So, nehmen wir den Skorpionstachel mit. Ah, nein. Das war jetzt spannend. Mal gucken, wir schaffen das. Ich versuche jetzt, dass wir das schaffen. Ist mir jetzt ganz egal. Ne? Wahrscheinlich wäre es klüger, neu zu laden und später hierher zu kommen. Aber ich versuche jetzt, dass wir hier mit den Red Scorpions fertig werden. Wir schaffen das schon. Also auf dem Hauptkanal von mir bleibt der Stream nicht online. Da schalte ich den auf nicht gelistet. Aber ich werde das Ganze dann nochmal in leicht zugeschnittener Form, also nur mit Pausen und sowas und Anfang rausgeschnitten, auf meinen Let's Play-Kanal, Landsquid Birdrider Let's Play, hochladen. Da landen eigentlich so gut wie alle Streams. Da bin ich jetzt auch ein bisschen hinterher. Da werden jetzt auch noch die letzten Fallout 4-Streams demnächst online gehen. Aber ja, das wird auf jeden Fall konserviert. Es geht nicht verloren, aber nicht auf dem Hauptkanal. Okay, gucken wir mal. Ich laufe jetzt mal ein bisschen weg und versuche mal, ob ich vielleicht den einen hier von der Herde trennen kann. Weil gegen mehrere Red Scorpions, da können wir einfach gleich sterben. Da kann ich einfach gleich den Charakter-Save löschen und fertig. Aber wenn wir einen so ein bisschen von der Gruppe trennen können, dann kriegen wir das schon hin, hoffentlich. Ein Schuss auf die Panzerung.
Immerhin 4 Trefferpunkte. Gibt's eigentlich eine Terminator-Referenz in der Fallout-Franchise? Lass mich mal kurz überlegen. Skynet. Es gibt einen Charakter, einen Robobrain namens Skynet, das man auch als Begleiter kriegt. Eine KI, die ja der langweilig geworden ist und die lange in Verdacht stand, vielleicht den großen Krieg ausgelöst zu haben, aus Langeweile. Also ja, würde ich schon sagen. Das ist auf jeden Fall eine Terminator-Referenz. Das war ein böser Treffer gerade. Das war ein böser Treffer. Ach komm schon. Nein, wir müssen echt... Ich meine, vergiftet sind wir schon, ne? Das kann immerhin nicht mehr... Jawohl, Kopftreffer. 7 Schaden. Schön langsam wird's kritisch, aber ich versuch's. Komm. Oh nein! Oh nein! Ich riskiere immer zu viel hier. Ich sollte ein bisschen mehr auf Nummer sicher spielen, aber nee. Hilft jetzt nichts. Let's go. Yes! Verdammt, der lebt noch. So gut wie tot sieht er aus. Es gibt so einen Glitch im ersten Fallout, da kann man super easy aus Kämpfen fliehen, aber ich werde den nicht benutzen. Man kann nämlich einfach den Kampf sehr schnell hintereinander immer wieder eröffnen und schließen und dann kann man immer wieder zwischendrin so ein paar Schritte machen und der Gegner kommt einfach nie dran. Und so kann man überall weglaufen. Aber wie gesagt, ich werde das nicht nutzen. Hey, Tomatendom. Auch wenn es natürlich lustig ist. Aber wir kämpfen jetzt gegen ihn. Und wenn wir sterben, sterben wir. Oh, 7 HP und vergiftet. Aber passt schon. Ein Headshot und dann haben wir gewonnen. Oh Gott. Oh, 4. Okay. Der muss jetzt sitzen. Ich ziele jetzt auf den Panzer, weil er ist so gut wie tot. Ein paar Trefferpunkte reichen. Komm. Nein, das gibt's nicht. Das gibt's. Mit 91%iger Wahrscheinlichkeit daneben geschossen. Ich hau mir jetzt ein Stimpack rein. Ist das gemein. Holy shit, 2 HP. Oh, wir haben es geschafft. Irgendwie. Okay. Oh Gott. Naja, weiter geht's. What could possibly go wrong? Es war so eine blöde Idee, jetzt schon hierher zu kommen. Es war so eine blöde Idee. Das hätten wir wirklich nicht tun sollen. Ich habe uns ein bisschen... Weißt du, da baue ich noch einen Charakter, wo ich sage, ja, mit dem die ersten Stunden sollten wir jetzt nicht kämpfen, bevor wir nicht eine Plasmapistole haben. Und dann gehe ich hier gleich mal in die Red Scorpion Höhle. Stimmt eigentlich, wie viel Munition habe ich eigentlich noch, ne? Ich ziehe mich mal ganz kurz ein bisschen zurück. Okay, wir haben noch 24 10 mm AP-Munition. Da unten liegt noch ein bisschen Munition rum, dann gehe ich jetzt erstmal da runter. Hä, wo bist du denn? Komm her. Gehen wir erstmal da runter, da finden wir noch mehr Munition. Wir haben gerade erst angefangen. Ich bin quasi jetzt aus Vault 13 raus nach Shady Sands und habe sofort gesagt, na klar, bringe ich mit meinem Level 1 Charakter, der überhaupt nicht aufs Kämpfen ausgelegt ist, jetzt schnell alle Skorpione um. Ist überhaupt kein Thema. Das war gerade, ja. Ah ja, genau, heute ist... Ich kriege nämlich gerade eine Nachricht von meiner Mom, die mir gerade schreibt, May the 4th be with you. Stimmt, Leute. Schönen 4. Mai. Möge die Macht mit euch sein. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Schön Star Wars Day heute. Mensch, da hätte ich ja fast irgendwie auch was Star Warsiges spielen können. Gibt es einen Star Wars Mod für Fallout? Garantiert gibt es etliche. Also vielleicht nicht unbedingt für Fallout 1. Wir haben gerade tatsächlich getroffen. Es war kein guter Treffer, aber auf die Entfernung überhaupt zu treffen, das war gut. Yes. Dann zocke ich jetzt Fallout New Vegas als John Connor.
Ja, okay, aber ein bisschen zu spät, ne? Bisschen zu spät für John Connor. Ist schon die Postapokalypse. Obwohl, nee, Quatsch. Als Aufstandsführer, ne? Nicht als Kind, klar. Auch wenn ich jetzt geschlagen werde, Star Wars war noch nie mein Ding. Das ist vollkommen okay. Das ist legal. Das ist okay. Permaban. Aber es ist schon okay, nee, Quatsch. Das ist alles gut. Es ist ja, Star Wars ist so ein Thema für sich, ne? Ich glaube, sehr viele Menschen bezeichnen sich als Star Wars-Fan und empfinden sich auch so, und das ist auch okay. Meinen aber damit wirklich nur einen sehr kleinen Teil von dem Gesamtheit, die Star Wars ausmacht. Nur die Originaltrilogie oder nur die Comic-Reihe oder irgendwie sowas. Also in Wirklichkeit hasst niemand Star Wars mehr als Star Wars-Fans, glaube ich, kann man sagen. Hi, Desert Railgun! Cool, dass du da bist. Desert Railgun hat mir gerade sehr geholfen und hilft mir gerade sehr bei einem coolen Fallout 76 Guide. Ich bin da gerade dabei, den zu machen. Ey Leute, ich glaube, wir sterben jetzt. Ich glaube, wir sterben jetzt einfach. Aber ich versuch's. Ich versuch's, dass wir es überleben und dass wir hier rauskommen. Naja, und auf jeden Fall wird der wahrscheinlich schon morgen online gehen. Sehr cooles Video. Danke an der Stelle schon mal, Desert Railgun. Für dein unglaubliches Fachwissen, was das Spiel angeht. Oh, soll ich jetzt alles riskieren und auf den Kopf gehen? Ja. Yes. Wir haben es geschafft. Red Scorpion ist tot. Sehr gut. Ich speichere das mal. Leider haben wir jetzt keine Stimpacks mehr, ne? Und sonst auch nichts. Yep, das wird schwierig, dass wir hier aufräumen. Aber wisst ihr, was ist ja wurscht? Wir können ja eigentlich jederzeit gehen und wiederkommen, wenn es wirklich ist. Ist ja alles nicht so tragisch. Wir haben 830 Erfahrungspunkte und brauchen 1000. Wir brauchen jetzt gar nicht mehr so viel, um hochzuleveln. Ein Red Scorpion bringt uns 110 Erfahrungspunkte. Zwei Skorpione und wir haben ein Level Up. Ich werde trotzdem nichts in kleine Waffen stecken, aber trotzdem wäre ein Level-Up schön. Dass wir vergiftet sind, gefällt mir halt auch gar nicht, ne? Wir sind vergiftet und haben kein Heilmittel. Und wir haben nur noch 13 HP. Das könnte uns tatsächlich zum Verhängnis werden. Und wir haben keine Munition mehr. Ich werde jetzt mal versuchen, dass wir uns die Munition hier holen. Aber ich glaube tatsächlich, dann gehen wir jetzt erstmal. Weil alles Weitere wäre jetzt sehr unvernünftig, was wir hier noch machen könnten. I'll be back. Red Scorpions. I'll be back. Ich hoffe, ich kann jederzeit wieder zurück, oder? Erzähl mir über die Red Scorpions. Bring mich zur Höhle. Okay, das war's erstmal. Aber wir haben ja noch ein paar andere Punkte, über die wir reden könnten. Erzähl mir was über diesen Ort. Ich glaube, das hatten wir auch schon, oder? Shady Sands ist eine friedliche Gemeinde. Ja, nee, genau, das haben wir schon gelesen. Okay. Erzähl mir was über die Gangster. Es gibt mehrere Gangsterbanden. Ich heure Leute wie Ian als Wache an, die sie vertreiben helfen. Südöstlich von hier gibt es eine Bande, vor der du dich in Acht nehmen solltest. Okay, danke, das war's erstmal. Wer bist du? Du siehst Katharina. Sie hat ein sehr schönes Lächeln. Ich bin unbewaffnet. Steck deine Waffe ein. Oh, du hast absolut recht, das sollte ich wirklich machen. Warum denn? Wenn du deine Waffe nicht wegsteckst, rede ich nicht mit dir. Viele Leute sind wie ich. Du solltest Gewalt nur dann anwenden, wenn es die Situation erfordert. Okay. Im Grunde ein Tutorial-Charakter, der einem beibringt, dass man wirklich nicht mit gezogener Waffe in Städte gehen sollte. Da hat sie absolut recht. Gut, dass sie uns sagt, ich hätte nicht dran gedacht.
Willkommen in Shady Sands, Reisender. Ich heiße Katharina. Meine Aufgabe besteht darin, Fremde zu begrüßen und ihnen unser Dorf zu erklären. Wenn du mir zuerst einmal zuhörst, gibt es wichtigere Probleme. Wenn du mir zuerst einmal zuhörst, gibt es weniger Probleme. Dankeschön. Erzähl mir was über dich. Mein Leben wäre sehr langweilig. Ich wurde in einer Vault aufgezogen. Dort habe ich viele Jahre gelebt. Leider war es dort sehr eng. Und diese Enge hat das Leben schwer gemacht. Es kam zu Streitereien und viele Leute gingen fort und nahmen die beste Ausrüstung mit. Einige von uns versuchten in der Vault zu bleiben, aber dann wurden wir angegriffen. Ich wurde verletzt und bin hier gelandet. Jetzt versuche ich, Leuten zu helfen. Was soll ich machen, wenn ich verletzt werde? Also, wenn du keinen Arzt auftreibst, dann musst du dich selber heilen. Oft werden dazu Stimpaks verwendet. Benutze sie zur Heilung kleinerer Wunden. Erste Hilfe dauert länger, aber sie steht dir wenigstens immer zur Verfügung. Bei schwerwiegenden Verletzungen, wie zum Beispiel einem gebrochenen Bein, musst du die Fähigkeit Arzt einsetzen. Ja, das können wir beides nicht. Wo bekomme ich eine bessere Ausrüstung? Du musst es so machen wie wir. Sammel sie oder handel darum. Wenn du angegriffen wirst, kannst du vielleicht die Ausrüstung deiner Feinde ergattern. Es ist schon ein bisschen lustig, ne? Weil sie ist einfach wirklich der Tutorial-Charakter. Stell dir vor, da ist eine Stadtbegrüßerin und jede Karawane, die kommt, jeder alteingesessene Ödlandjäger, wird von ihr gesagt, hey, wenn du Ausrüstung brauchst, dann kannst du das entweder von besiegten Gegnern looten oder aber handeln. Wir handeln normalerweise mit Kronkorken, das ist die gängige Währung. Aha, okay. Ja, ich lebe hier auch schon seit 30 Jahren, ich weiß. Aber vielleicht sieht sie auch nur, dass wir einen Jumpsuit, einen sauberen anhaben, ne? Und deswegen erklärt sie uns das so für ganz doofe. Kannst du vielleicht die Ausrüstung deiner Feinde ergattern? Vorausgesetzt, du lebst lange genug, um sie auszurauben. Wir sind eine friedliche Gemeinschaft, also handeln wir um die Dinge, die wir selbst nicht herstellen können. Sag mir mehr über das Handeln. Handeln ist der Tausch von Waren. Ja, sie ist wirklich so Miss Wikipedia. Du gibst mir etwas und ich gebe dir was dafür. Da du den Handeln angefangen hast, kannst du wählen, was du gerne möchtest. Aber mir muss das Geschäft gefallen. Und deshalb gibst du mir wahrscheinlich wertvolle Dinge, die du nicht brauchst. Und ich gebe dir dafür weniger wertvolle Dinge. Und wenn du nicht... Das ist so dämlich. Und wenn du nicht genügend Handelswaren hast, verwendest du Dreck, Flaschendeckel und die einzige... geläufige Währung. Hier, die Deckel werden von den Händlern vom Hub verwendet. Deshalb können sie überall eingetauscht werden. Na gut, sag mir noch was über diesen Ort. Du befindest dich in Shady Sands. Wir sind eine kleine Stadt in einer großen Welt. Wir wollen in Frieden gelassen werden. Neben ein paar mutierten Tieren und anderen Wüstenkreaturen machen uns die Gangster Schwierigkeiten. Aradesh ist unser Anführer. Er befindet sich im großen Haus im Zentrum. Ich muss schnell den Kater abwehren. Hallo Kater, ja. Was ist los, Robbie? Dass ich keinen Wert auf meine Zuschauer lege? Oh, okay. Dann schätze ich, mach's gut. Keine Ahnung. So. Sag mir was über den Rest der Welt. Ich weiß sehr wenig über die Außenwelt. Als die Vault angegriffen wurde, flüchtete ich. Leider wurde ich schwer verletzt und kann mich nicht mehr an viel erinnern. Aber Dharma hat über mich gewacht und die Leute aus Shady Sands haben mich gefunden. Ich lebe jetzt hier. Hast du schon mit Ian gesprochen? Er ist eine Wache der Merchants und wurde verletzt. Er erholt sich im Wachhaus da drüben. Sie zeigt in Richtung Osten. Er ist schon mehr herumgekommen als ich. Wo war deine Vault? Ah, und wir haben Erfahrungspunkte bekommen. 250 Erfahrungspunkte. Ich glaube, das reicht nicht ganz
für ein Level Up. Nee, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Ich hab dich rausgebannt. Und warum kannst du dann noch schreiben, wenn ich dich gebannt habe? Irgendwas stimmt in deiner Logik nicht ganz, Robbie. Aber gut. Willst du Fallout 1 durchspielen oder eher so mal schauen, wie lange ich Bock drauf habe? Ich habe vor, es durchzuspielen. Ich habe vor, es durchzuspielen. Aber ich will jetzt auch nichts versprechen. Aber ich denke schon, dass wir das machen. Na, wie gesagt, vielleicht so ein bisschen halb-halb. Halb Resident Evil, halb Fallout Stream und dann. Das kann aber ein Projekt werden, das sich jetzt über viele Wochen und Monate hinwegzieht. Mal gucken. Es war Vault 15. Sie liegt östlich von hier. Wir versuchen, Kontakt mit einigen anderen Vaults aufzunehmen, aber wir haben es nicht geschafft. Ich glaube, meine Mitbewohner werden von den Gangstern angegriffen. Sei vorsichtig. Vault 15 war ja eine Vault, die absichtlich überpopuliert wurde. Wie sagt man das? In der es absichtlich eine Überpopulation gab. Und daraus ist eben nicht nur Shady Sand, sondern eben auch mehrere Raider-Banden hervorgegangen. Aber das Konzept von Experimenten gab es in Fallout 1 noch gar nicht wirklich. Das war momentan alles, danke. So, und hier haben wir noch einen Hund. Der heißt einfach nur Hund. Hallo Hund. Und ein Bauer. So, jetzt müssen wir mal gucken. Sind wir noch vergiftet? Ja, wir sind noch vergiftet. Wir sollten mal den Arzt besuchen. Wir haben schon ein paar Red Scorpion-Schwänze dabei. Mit ein bisschen Glück reicht das schon, dass der uns heilen kann. Wie viele Vaults gibt es eigentlich in Fallout 1? In Fallout 3 und 4 waren sie 5 oder 6. Lass mich mal kurz überlegen. In Fallout 1 besuchen wir, glaube ich, tatsächlich nur 2 Vaults. Beziehungsweise 3. Nee, warte, doch 3 mindestens. 13, 15 und die Meister Vault, die Los Angeles Vault. Ja gut, Vault City. Nee, Vault City ist erst Fallout 2. Ich bringe Fallout 1 und 2 da oft durcheinander. Wenn ich keine vergessen habe, aber das werden wir gleich sehen. Oder bald. Resident Evil 1 Remake, also das HD-Remake vom... Das HD-Remaster vom GameCube-Remake von Resident Evil 1. So. Du siehst durcheinander aus. Brauchst du Hilfe? Ich brauche Heilung. Mein Mann Raslow kann dir helfen. Frag ihn. Okay. Kann ich dir helfen? Ich bin vergiftet worden. Tut mir leid, Vergiftung kann ich nicht heilen. Ich habe nicht die richtigen Zutaten. Aber ich habe die richtigen Zutaten, aber ich befürchte, wir müssen erst die Quest machen. Leider, leider. Naja. Liebe für deinen Content, dankeschön, das freut mich sehr. Ich habe nicht die richtigen Zutaten, um ein anständiges Gegengift herzustellen. Ja, warte mal, aber Raslow, ich hätte die, verdammt nochmal. Was weißt du über Rot-Scorpions? Nicht besonders viel. Es scheint sich bei ihnen um eine besonders große Gattung der nordamerikanischen Kaiserskorpione zu handeln. Ich nahm an, dass sich ihr Gift verdünnt, aber es ist stärker geworden. Das widerspricht all meinen medizinischen Kenntnissen. Seth hat sie gejagt und das hat mir bei einigen meiner Tests sehr geholfen. Du scheinst eine gewisse Bildung genossen zu haben. Was treibst du hier? Doc Morbid hat mir in Chunktown einiges beigebracht. Und die Tatsache, dass wir in Steinhütten leben, bedeutet nicht, dass wir nicht intelligent und gebildet sind. Einen schönen Tag noch! Ja, ist ja schon gut, okay. Meine Güte, ich hab's ja nicht so gemeint. Oh Mann, ey. Linky, ich muss hier streamen. Du kannst jetzt bitte nicht auf die Tastatur treten, Kleiner. Aber ich kann es theoretisch nur mit der Maus spielen. Du kannst hier so bleiben, wenn du willst. Ich habe etwas Red Scorpion Gift hier. Kannst du damit was anfangen? Zeig mal den Sack. Ja, damit kann ich was anfangen. Hier, ein Geschenk. Was? Hier, das schenke ich dir. Es wirkt ausgezeichnet gegen den Stachel eines Red Scorpions. Hierüber hinaus
kann man es aber auch sehr gut als allgemeines Gegengift und zur Vergiftungsbehandlung verwenden. Okay. Dankeschön. Das ist sehr nett. Das können wir nämlich auch gleich brauchen. Werde ich auch gleich benutzen und wir sind nicht mehr vergiftet. Hey, kannst du bitte nicht mein T-Shirt zerreißen, ha? Huh? Okay. Da ist noch ein Kind, aber das ist nur ein Kind. Hallo! Hallo. So, jetzt reden wir endlich mal mit den wichtigen Personen hier. Jetzt gehe ich gleich mal zu Ian. Lass uns gleich mal mit Ian reden. Was hältst du eigentlich vom Fallout 4 Next-Gen-Update? Oh, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich wollte ursprünglich dazu ein Video machen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir irgendwie ziemlich wurscht. Es macht die Mods kaputt, man kann aktuell nur wenige Mods benutzen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es großartig irgendwas verändert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nicht beeindruckt und ich habe mitbekommen, dass es wohl auch aktuell zu sehr viel technischen Problemen führt. Also, da habe ich nichts dazu zu sagen, ehrlich gesagt. Ne? Ich hätte so ein Video machen können von wegen, oh, guck mal, die haben alles kaputt gemacht, die Leute beschweren sich. Aber ich persönlich habe damit keine technischen Probleme feststellen können, aber ich habe auch keinen Vorteil davon. Das einzig Blöde ist, dass die Mods nicht mehr funktioniert. Keine Ahnung. Findest du auch, dass Fallout Zeit New Vegas in die falsche Richtung geht? Ja, ich würde nicht sagen, in die falsche Richtung geht, aber ich mag auch lieber den Ansatz von Black Isle bzw. Obsidian, die versuchen, eine Welt zu erschaffen, ne? Und jedes Spiel ist dann so ein Kapitel aus der Welt, aber alles hängt miteinander zusammen und baut aufeinander auf. Und Bethesda verfolgt halt eher die Philosophie, dass im Grunde jedes Spiel für sich genommen einzeln funktioniert, als geschlossene Welt, und die will möglichst wenig mit dem Rest der Welt zu tun haben. Und das finde ich auch nicht den eleganten oder den schöneren Ansatz. Mag ich auch nicht so gerne. Carter. Und spielerisch geht's halt weg vom Rollenspiel, ne, und hin zum Action-Survival-Aufbauspiel. Das hat seine Vor- und Nachteile, finde ich. Mal gucken. Starfield geht ja wieder ein bisschen mehr in Richtung Rollenspiel im Vergleich zu Fallout 4. Das gibt mir Hoffnung für Fallout 5, dass man da vielleicht so ein bisschen den Sweet Spot findet zwischen so einem Aufbau-Survival-Spiel und einem Rollenspiel. Das wäre natürlich großartig. Katzen bleiben immer gleich, das stimmt ja. Das stimmt wirklich. Ne Kleiner. Immer genau dann, wenn man sie nicht brauchen kann, klettern sie auf einem rum. Okay, reden wir mit Ian. Ian hätte ich gleich von Anfang an mitnehmen sollen, dann wäre es auch in der Höhle leichter gewesen. Hallo, Fremder. Du schaust neu aus. Wie heißt du? Ich heiße Landsquid. Schön, dich kennenzulernen. Ich heiße Ian. Was machst du hier, Ian? Ich war eine Wache für die Händler im Hub. Ich wurde aber bei einem Überfall von Banditen angeschossen. Ich bin hier geblieben, weil mir die Leute bei der Genesung geholfen haben. Mein Wissen über draußen und meine Erfahrungen machen mich hier nützlich. Shady Sands ist jetzt mein Zuhause. Manchmal besuche ich auch noch Chunktown oder den Hub, um Handel zu treiben, da ich der einzige Mensch hier bin, der je wirklich den Ort verlassen hat. Tut mir leid mit deiner Verletzung. Danke. Es heilt gut. Laszlo sei Dank. Wie ist deine Meinung dazu, dass Fallout nicht aus der Entwicklung von Bethesda kommen soll, weil Microsoft es beschleunigen will? Nicht aus der Entwicklung von Bethesda. Ach so, dass es nicht von Bethesda entwickelt wird. Ja, mal gucken, ne? Mal gucken. Nachdem ich das Video dazu gemacht habe, dass Microsoft nach einer Möglichkeit sucht, schneller an Fallout 5 oder an Fallout-Nachfolger zu bringen, hat Todd Howard gesagt, ich glaube in einem Interview oder so, ich bin mir nicht sicher wo, aber hat auf jeden Fall gesagt, dass die auch, also dass Bethesda auch nicht mehr so lange auf Fallout 5 warten will und die suchen gerade Mittel und Wege, ihre Produktionsprozesse drastisch zu beschleunigen, ohne dass die Qualität drunter leidet. Das ist jetzt, weißt du, das ist jetzt nur mein Hirngespinst, ne? Das habe ich mir zusammengedacht. Aber das klingt für mich ein bisschen so, als ob Todd Howard sagen würde, als ob Bethesda sagen würde, also eigentlich wollen wir lieber selber einen Fallout machen und nicht, dass es eine andere Firma macht. Und dann hat vielleicht Microsoft gesagt, ja,
Aber dann macht mal hinne jetzt. Wir haben nicht ewig Zeit für Fallout 5. Jetzt raus damit. Und jetzt sagt Todd Howard so, ja, wir schauen gerade, dass wir das intern irgendwie bei Bethesda hinkriegen. Also ich würde jetzt aktuell meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass Obsidian oder eine andere Firma unter Microsoft an einem Fallout-Spiel arbeiten darf. Aber das eine schließt das andere ja nicht aus, ne? Es kann ja sein, dass dass Bethesda seine Produktionsprozesse beschleunigt, damit die mehr Spiele raushauen können und gleichzeitig dürfen andere Firmen an Fallout arbeiten. Und ich fände es cool, ich fände es großartig. Ich fände es großartig, wenn vor allem Obsidian, aber auch In Exile und keine Ahnung, gerne auch andere Studios mal was mit der Fallout-Lizenz machen. Das muss von mir aus auch nicht immer dieses große Rollenspiel sein. Das kann auch mal irgendein interessanter Spin-off sein. Ein Kart Racer oder so. Nein, Quatsch, nicht unbedingt das, aber so ein XCOM-artiges, rundenbasierendes Strategiespiel, wo man irgendwie so ein stählernes Bruderschaft-Capture aufbaut oder so, ne? Könnte ich mir alles sehr gut vorstellen. So für zwischendurch, zwischen den großen, richtigen Fallouts, würde ich das gerne mitnehmen, fände ich gut. Hauptsache läuft nicht auf KI hinaus. Ja, KI ist so ein Thema, ne? Wenn KI so eingesetzt werden kann und wird, dass den Leuten nervige Arbeit abgenommen wird, damit die sich auf die coolen Sachen konzentrieren können, auf die kreativen Sachen konzentrieren können, dann immer her damit, dann ist das cool. Aber ja, wir wissen alle genau, dass solche Technologien immer für das Schlimmstmöglichste benutzt werden im Kapitalismus, in dem es benutzt werden kann. Hauptsache, es steigert irgendwie den Profit. So ist das leider. Handy Tower Defense Fallout. Ach, weißt du was? Komm, keine Ahnung. Als so kleinen Gag für zwischendurch nehme ich das auch mit. Ich finde auch Fallout Shelter nett. Nee, können die gern machen. Solange das nicht wirklich die Produktion von richtigen Fallouts beeinträchtigt oder verlangsamt, sollen die doch sowas raushauen. Ist doch cool. So, Ian, womit kannst du helfen? Erzähl mir was über die Raider, Ian. Es gibt drei Gruppen. Die Khans, die Vipers und die Jackals. Die können sich alle nicht leiden, aber sie überfallen alle Shady Sands. Erzähl mir mehr über Shady Sands. Shady Sands ist ein kleiner, aber autarker. Ach, A's und O's und sehen alle so gleich aus. Autarker Gemeinschaft. Wir haben nur Probleme mit den Banditen und den Red Scorpions. Wieso bereiten die Red Scorpions euch Probleme? Red Scorpions sind sehr gefährlich. Sie haben einen giftigen Stachel am Schwanz und sind sehr schnell. Aradesh versucht herauszufinden, wie man die los wird. Wenn du dich mutig fühlst, kannst du mit Aradesh über sie sprechen. Danke. Aber ich bin eigentlich noch nicht fertig mit dir, Ian. Kannst du mir sagen, wie ich zum Hub und nach Chunktown komme? Der Hub ist ein großes Handelszentrum weit südlich von Shady Sands und wird von mehreren Karawanengruppen von Händlern beherrscht. Den Water Merchants, der Crimson Caravan und den Fargo Traders. Chunktown ist ein bisschen südwestlich von hier. Es ist kleiner, doch man kann dort gut einen trinken gehen. Die Aufsicht dort hat ein Kerl mit dem Namen Killian Darkwater, der dortige Ladenbesitzer, Sheriff und Bürgermeister. Dankeschön. Kannst du mir ein bisschen helfen? Deine Erfahrung wäre nützlich. Verlockendes Angebot. Hier wird's schon langsam langweilig. Pass auf. Normaler Preis 100 Deckel. Und ich schlag ein. Ich befürchte, ich habe nicht einen Deckel, ne? Wir sind gerade erst ins Ödland gekommen. Wir haben doch überhaupt keine Kronkorken. Wie wär's stattdessen mit ein bisschen Action? Nein, so nicht. Komm wieder, wenn du ein paar Deckel hast. Na gut, Ian. Gucken wir mal, ob wir uns ein paar Kronkorken verdienen können. Ja, ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass Spielentwicklung immer komplexer wird. Das ist schon auch der Fall, dass deswegen Spielentwicklung länger dauert und das nicht so schnell geht, dass man jedes Jahr eins raushauen kann. Gerade bei so großen, komplexen Rollenspielen. Aber wir dürfen halt auch nicht vergessen, sowohl bei GTA als auch bei Fallout 76 jetzt aktuell auch, dass das halt Spiele sind, die
über eine lange Dauer hinweg, über viele Jahre hinweg, mit wenig Aufwand, man muss nicht mehr viel an denen rumentwickeln, Geld produzieren. Ne, du machst ein bisschen mehr Content, du machst ein paar Updates, du machst hier ein bisschen, da ein neues Auto, da ein neuer Skin, ne? Und die Leute geben Geld aus und geben Geld aus und geben Geld aus. Und wenn du dann den Nachfolger reinhaust, dann cuttest du diesen Flow an Geld auf einen Schlag ab, weil dann wird die Leute kein Fallout 76 und kein GTA 5 mehr interessieren, wenn die Nachfolger kommen. Und dann musst du erst wieder diesen neuen Marktplatz und diese neue Dauermonetarisierung aufbauen. Das geht dann nicht so einfach. Deswegen melkt man natürlich die Vorgänger, wenn die so Langzeitmonetarisierungsoptionen haben, so gut es geht, bevor man dann einen Nachfolger rausbringt. Das ist halt einfach, ne? Ja. Reden wir mit Aradesh. Was treibt dich hier nach Shady Sands? Der ist wenigstens vertont, da muss ich nicht so viel vorlesen. Tschüss, Linky. Hallo, Merlin. Was geht? Ich hab eine kurze Info für dich. Ja? Das Bad ist gerade Quarantänezone für ein paar Pflanzen. Aha. Lass die Katzen bitte jetzt ab. Okay. Gut, hallo Aradesh. Ich bin aus einem kleinen Dorf westlich von hier. Ich bin aus einem kleinen Dorf, warum sollte ich ihn denn anlügen? Das mache ich nicht. Was kümmert's dich? Das geht dich nicht an. Ich komme aus der Vault westlich von hier. Meine Leute verdursten dort und ich muss einen Steuerchip für das Wasserreinigungssystem finden, um sie zu retten. Ja, Aradesh kann man vertrauen, der kriegt die ganze Wahrheit von mir. Das kann natürlich mein Vault-Bewohner nicht wissen, aber ich spiele meinen Vault-Bewohner, glaube ich, sehr naiv. Wir machen den sehr naiv. Wanderer, ich werde dir glauben. Vorerst. Danke. Du kannst jetzt Shady Sands betreten, aber jeder deiner Schritte wird beobachtet. Wie würdest du Fallout 2 und 3 von 1 bis 10 bewerten? Ah, da muss ich erstmal einen Schluck Energy nehmen. Holy Energy! Piau! Stellt euch Blitze und Feuerwerk vor. Piau! Also Fallout 2 ist für mich fast perfekt eigentlich. Das Spiel liebe ich absolut. Ich finde es ganz großartig. Ich würde sagen, das ist eine 9 von 10. Natürlich kann man immer Sachen ausbauen, aber gerade für seine Zeit war das halt wirklich absolut großartig. Und ich mag es heute auch noch sehr gerne. Und zu Fallout 3 habe ich ein schwieriges Verhältnis, weil ich eben als Oldschool-Fan in Fallout 3 reingegangen bin und das Spiel mich gerade am Anfang die ersten paar Stunden, die ersten 10, 20 Stunden und sogar darüber hinaus ziemlich enttäuscht hat. Und dann musste ich erst lernen, diesen neuen Ansatz von Bethesda zu mögen, obwohl ich ja die Elder Scrolls-Spiele auch gespielt habe. Na, aber trotzdem, ich hatte einen schweren Start. Das ist für mich nur so, das kann ich ganz schwer einschätzen. Für mich persönlich ist Fallout 3, würde ich sagen, tatsächlich nur so eine 8 oder vielleicht sogar 7 von 10, muss ich sagen. Aber das ist sehr persönlich geprägt, einfach durch meinen ersten Kontakt damit. Das kann ich nicht neutral bewerten. Weil ich meine, wenn ich dann so drüber nachdenke, die Locations, die Quests und so weiter, ne, das ist schon sehr viel guter Stuff drin. Aber ja, ich hätte halt gern ein klassisches Top-Down mit rundenbasierendem Kampfsystem Fallout gehabt. Und da war der First-Person-Shooter für mich erstmal so, kann ich dir vielleicht ein paar Fragen stellen? Sicherlich. Was möchtest du wissen? 4 wäre für mich, glaube ich, genauso wie Fallout 3, so zwischen 8 und 7. Weil 4 hat, finde ich, andere Stärken, die es sehr gut macht, die ich sehr gern mag, aber auch deutliche Schwächen gegenüber Fallout 3. Die würde ich ungefähr gleich einstufen, aber aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber ich mag beide eigentlich, ne? Aber ja. Okay, was möchte ich wissen? Kannst du mir was über die anderen Städte der Gegend erzählen? Sowas ist in den alten Fallout-Teilen halt wirklich noch wichtig, weil so kriegt man Marker auf die Karte. Das sind halt immer wichtige Dialogoptionen. Junktown liegt südlich von hier, aber wir besuchen uns nicht oft. Angeblich gibt es Städte südlich davon. Ist fast wie bei die Siedler. Es gibt die 1 bis 2 Fans und die 3 bis 4 Fans. Sowas gibt es ja ganz oft, ne? Bei Resident Evil ist es ja auch ganz krass. Da gibt es ja wirklich so die Hardcore-Oldschool-Fans, die nur diese klassischen Survival-Horror-Spiele von 1 bis Code Veronica mögen oder Zero, wie man da auch immer rechnen will. Und dann gibt es auch die Fans der mittleren Phase,
wo Resident Evil 4 und 5 drin ist. Und dann hat ja 7 und 8 mit der First Person und sowas nochmal einen ganz neuen Ansatz gemacht. Und jetzt gibt's die Remakes und alles sind so ein bisschen eigene Reihen und das ist total crazy. Und da findest du ja wirklich für jede Epoche, für jede Resident Evil Epoche eine eigene Fangemeinde, die nur diese Epoche gut findet. Da habe ich das Glück, dass ich alle Resident Evil Epochen gut finde. Es gibt ein paar Gurken, es gibt ein paar bessere Spiele, aber ne, ich bin da, ich finde alles cool. So ziemlich. Außer 6 vielleicht. Danke! Kann ich dich noch was fragen? Sicherlich. Was möchtest du wissen? Was gibt's hier so? Beeil dich und befrei uns von den Rat Scorpions. Ja, Mann. Chill. Ich bin gerade erst angekommen. Okay. Guten Tag. Womit kann ich dir dienen? Lass uns mal kurz handeln. Ich hab doch ein bisschen Stuff, den wir hier verkaufen könnten. Vielleicht kriegen wir das nötige Kleingeld zusammen, dass wir Ian mitnehmen können. Wie viel ist denn ein Messer wert? Ah, shit, wie spalte ich denn das gleich nochmal? Geht auf jeden Fall irgendwie, aber keine Ahnung. Okay, warte mal, machen wir es anders. So, was hältst du davon? Würdest du mir das Messer für 40 Kronkorken abkaufen? Cool, cool. Haben wir schon mal 40 Kronkorken? Wie viel wollte Ian? 400? Leb wohl. Du auch, dankeschön. 400 ist ein bisschen viel, aber gucken wir mal. Ich werde so gut handeln, wie ich kann. Hi, ich hörte, es sei ein Reisender im Ort, aber war etwas skeptisch, bis ich dich sah. Ich bin Tandy, und du? Nee, ich nicht. Ich bin nicht Tandy. Ich bin Landsquid. Magst du unseren kleinen Ort? Gelangweilt? Ist ganz in Ordnung. Ist ganz in Ordnung, würde ich sagen. Ist ganz in Ordnung. Kann ich dich vielleicht was fragen? Ja, ich war noch nie woanders, weiß also nicht, wie ich helfen kann. Was brauchst du? Was gibt's denn hier so in der Stadt? Im Süden sind viele Städte. Doch da du so weit gereist bist, weißt du das bestimmt schon. Nee. Schon gut. Noch was? Ich weiß überhaupt nichts. Was kann man hier denn so machen? So wie immer. Pfade. Okay, Pfade kann man machen. Interessant. Hast du irgendwas aus dem Süden gehört? Zeug. Stuff. Schon gut. Noch was? Wie gefällt's dir hier so? Schon okay. Gut, es ist Heimat und so. Aber es ist so fad. Ich will die Welt sehen. Ja, aber wenn es so langweilig hier ist, warum gehst du da nicht einfach? Ich? Weg? Schön wär's. Ich weiß zu wenig, um allein zu gehen. Keiner will mit und mein Vater sagt, er kriegt einen Herzanfall, wenn was passiert. Schwierige Lage. Kann ich dich vielleicht noch was fragen? Ja, ich war noch nie woanders, weiß also nicht, wie ich helfen kann. Was brauchst du? Ich meine, guckt, sie ist, wisst ihr... Sie wird bald Präsidentin, sie weiß es nur noch nicht. Und dann kommt sie bestimmt viel rum. Ich bin mir sicher, als Präsidentin der NCA ist sie viel rumgereist, hat viele Verhandlungen geführt und so weiter, ne? Ich glaube, die erlebt noch viel in ihrem Leben. Mach dir keine Sorgen, Tandy. Dein Leben wird schon noch ziemlich actionreich. Ich meine, wie alt bist du in dem Spiel? Noch keine 20, glaube ich, ne? Das heißt, du hast noch knapp 100 Jahre Action vor dir. Das wär's dann. Also, vielen Dank. Fremde sind nur selten hier und ich höre gern neue Stimmen. Nun, bis dann. Ja, ich kann mich noch genau dran erinnern, Tomatendom, als Bethesda dieses Please Stand By-Bild gestreamt hat. Ich glaube, die haben irgendwie 2 Tage lang oder sowas auf Twitch nur dieses Please Stand By von Fallout gestreamt. Und man wusste, da kommt irgendwas, es wird crazy. Und einmal wurde kurz eine Figur verschoben oder sowas und dann ist Internet explodiert, weil alle gesagt haben, oh, eine Figur wurde verschoben, was könnte das bedeuten? Welche Figur war es denn? Und was, wo wurde die hin verschoben? Aber in Wirklichkeit wurde halt einfach nur eine kleine Figur verschoben, ne? Aber das war schon sehr lustig. Naja, und letztendlich war es halt dann Fallout 76 und alle waren ein bisschen enttäuscht, glaube ich. Ich glaube, die meisten. Ich war enttäuscht, kann ich sagen.
Ein Fallout MMO war so das Letzte, was ich gerne gehabt hätte an Fallout. Dann wirklich lieber ein Fallout Fundraiser. Dann lieber ein Fundraiser, ja. Dann wirklich. So, wo sind wir denn hier? Wer seid ihr denn? Bleibt mal kurz stehen. Willkommen in Shady Sand, Fremder. Danke. Ich glaube, das sind alles unwichtige NPCs hier. Ein Bauer. Ein Bewohner. Ein Bauer. Ein Bauer. Ein Bewohner. Ein Bauer. Gehen wir mal zum Brunnen. Dieses Wasser riecht für die Versorgung deiner Vault, reicht für die Versorgung deiner Vault nicht aus. Ich hätte es ihnen jetzt auch nicht geklaut. Hier haben wir eine Brahminherde. Hier haben wir ganz viele Salatköpfe. Sieht für dich wie ein mutierter Kuhl aus. Scheint bei dem wahren Wetter gut zu gedeihen. Eine mutierte Maispflanze scheint bei den Bedingungen gut zu gedeihen. Ach, ich wollte ja mit Tandy noch handeln und auch mit dem Arzt, ne? Ich wollte ja noch gucken, dass wir ein paar Kronkorken zusammenkriegen. Für Ian wird es nicht reichen, aber es wäre schon cool. Ja, ja, ne? Die Einführung von Fallout 76 war also das erste Jahr, ne? War komplett eine Katastrophe. Nicht nur, dass das Spiel kaputt war, sondern dass dann in dieser Collector's Edition nur für die großen Creator ein richtiger Stoffbeutel drin war, eine richtige Stofftasche, für alle anderen war eine Plastiktüte drin, dass die ewig lang gesagt haben, nee, unendlich Inventar können wir nicht machen, es ist leider unmöglich. Und dann sagen sie einen Monat später, ach übrigens, wir haben jetzt unendlich Inventar, aber nur für 15 Euro im Monat. Also das war so eine Shitshow von vorne bis hinten, ne? Unglaublich. Und dieses It Just Works wurde halt zu Meme. Und dann hat man immer gesehen, wie unglaublich verbuggt das Spiel ist. Ah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Fallout 76, das Spiel an sich, hat diesen ganzen Shit drumherum eigentlich nicht verdient. Das war schon von Anfang an ein okayes Spiel. Und das kann man auch wirklich mal spielen, wenn man will, als Fallout-Fan. Wirklich cool eigentlich. Aber, ja, nee, hat sich Bethesda selbst eingebrockt und da kann man nichts machen. Weißt du was, Tandy, ich gebe dir diese Fackel, die eigentlich $35 wert ist, für $10, weil ich habe nichts Billigeres. Was sagst du dazu? Wie viel ist denn so ein Red Scorpion wert? Ich gebe dir einen Red Scorpion Stachel für 10. Gutes Geschäft. Hätte ich die dem Doktor lieber geben sollen? Vermutlich, egal. Ihr wollt nur 100 Kronkorken. Also, vielen Dank. Das schaffen wir, glaube ich. Das könnten wir schaffen. Gucken wir mal, ob wir hier genug... Das ist nämlich die Frage. Haben die genug Geld für uns überhaupt hier? Okay, er hat 46... Aber die Stimpaks wären auch interessant, muss ich schon sagen. Gucken wir mal. Oh, Stimpaks sind so teuer. Stimpaks sind so wertvoll, leider. Shit. Ich glaube, ich kann mir kein Stimpak leisten. Naja. Verkaufe ich mal ein Messer. Auch okay. Wenn mich jemand fragt, wie ich Fallout 76 fand, sage ich einfach, ich wollte damals im Spiel eine Notiz lesen und dann ist das Spiel bei mir abgestürzt. Und wenn es nicht abstürzt, dann wird man halt mitten unterm Notizlesen am Terminal plötzlich von irgendwas angegriffen, ne? Was auch ein bisschen nicht so gut ist. Es gibt halt wirklich, ne? Das habe ich von Anfang an gesagt und das sage ich immer noch. Ah, warte mal, ich versuche ein paar Red Scorpions zu erledigen. Hast du was, das mir helfen kann? Warum sollte ich dir dabei helfen können, Red Scorpions zu töten? Ich bin Arzt und kein Krieger. Geh zu Aradesh. Naja, okay. Geh jetzt. Okay, keine Ahnung. Aber wir sind nicht mehr vergiftet. Aber wir haben auch keine HP. Wir sind so gut wie tot.
damit. Aber wir könnten jetzt eigentlich mal zurück zur Höhle gehen und versuchen vielleicht noch mal ein, zwei Skorpione zu töten. Beziehungsweise habe ich da tatsächlich auch noch ein paar Skorpione nicht umgebracht, ne? Wir haben jetzt 90 Kronkorken. Ah, hat nicht irgendwer noch schnell 10 Kronkorken für uns? Ich verkaufe jetzt so eine Fackel mit... Nee, warte mal, das ist ja perfekt. Yes. Nice. So, wenn Ian wirklich nur 100 wollte, dann können wir den jetzt nämlich rekrutieren. Es gibt halt ein paar Mechaniken aus Fallout 4, die finde ich für ein nicht pausierbares Online-Spiel nicht sehr gut waren. Und das spürt man halt in Fallout 76 sehr stark. So, kannst du mir ein bisschen helfen? 100 Deckel, tatsächlich. Gebongt. Gehen wir. Ein bisschen Action tut bestimmt gut. Yes, Leute, wir haben Ian. Hey, ich freue mich schon auf Fallout 2, weil Fallout 2 ist wirklich in so vielen Aspekten so viel besser als der erste Teil, muss man einfach sagen. Das wird mit einer anderen Engine gemacht. Man kann da viel besser auch mit den Begleitern interagieren und die ausrüsten. Da gibt es auch sehr coole Mods für Fallout 2, die das Ganze nochmal wirklich so perfektionieren. Aber hey, ich spiele auch gern Fallout 1, so ist es nicht. Okay, cool, dann speichern wir jetzt mal. Ich habe, finde ich, sehr gut gehandelt. Ich war ein sehr guter Handels-Squid. Und jetzt gehe ich mit Ian in die Skorpionhöhle und jetzt können die Red Scorpions was erleben. Jetzt bringe ich den erfahrenen, alten, super, duper Kerl überhaupt mit. Warte mal. Quatsch. Für die Höhle muss ich mit ihm reden. So, bring mich zur Red Scorpion-Höhle. Ian, ich hoffe, du bist bereit. Halt, stopp, ich bin noch nicht bereit. doch eigentlich schon. Ich muss nur meine Waffe ausrüsten. Und nachladen. So. Gut, Ian, da unten ist einer. Ja, vor kurzem hat ja Todd Howard wieder verkündet, was er schon mal vor ein paar Jahren gesagt hat, dass Fallout auch weiterhin in den USA spielen wird, weil das eine sehr amerikanische Geschichte ist, bla bla bla. Man kennt das. Insofern würde ich mir da keine Hoffnungen machen, dass wir großartig viel anderes aus der Fallout-Welt tun. Zumindest nicht in nächster Zeit, nicht in Fallout 5. Ne, wer weiß, was in 20 Jahren ist oder so. Oder wenn Microsoft wirklich die Lizenz ein bisschen großzügiger verteilt an andere Studios. Ian macht den fertig. Ian ist so crazy gut, ey. Ian hat den einfach weggeballert. Meine Güte. Ian, danke. Ian wird für mich jetzt die ganzen Schlachten hier schlagen. So sieht das aus, wenn man einen guten kleinen Waffenskill hat. Der ballert die halt einfach mit 3 Schuss weg aus großer Entfernung. Und ich stehe da, ich stehe direkt, weißt du, ich drücke den Red Scorpions die Pistole an die Schläfe und schaff's irgendwie vorbeizuschießen. Ich halte halt zum ersten Mal in meinem Leben irgendwie eine Waffe in der Hand. Ich verstehe noch nicht mal so genau, warum die feuert. Ich drücke mal alle Knöpfe und ziehe alle Regler und irgendwie löst sich manchmal ein Schuss. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie genau das funktioniert eigentlich. So ungefähr ist mein Charakter, wenn es um kleine Waffen geht. Daneben getroffen. 10 Trefferpunkte. Ich überspringe meinen Zug einfach mal. 3 Trefferpunkte. 4 Trefferpunkte. Er kommt näher. Okay, jetzt schieße ich doch auch einmal. Voll daneben. Und laufe ein bisschen weg. Ian, du machst das schon. 10 Trefferpunkte. Meine Güte, Ian. Ich liebe dich. Ian, wollen wir heiraten, wenn das alles hier vorbei ist? So. Vorsicht, Ian. Na, wir wollen die trotzdem nur einzeln anlocken. 2 ist vielleicht auch für dich zu viel. Weil, sind wir ehrlich, du musst die allein fertig machen. Ich kann dir nicht wirklich helfen. Yes! 7 Trefferpunkte. Ian, du bist dran.
Oh, daneben und 3 Treffer. Das war nicht sehr gut, Ian. Du wirst umzingelt, Ian. Du wirst umzingelt. Ich versuche mal, den für dich abzustauben. Daneben. Sieben Trefferpunkte. 6 Trefferpunkte. Oh oh, jetzt müssen wir echt ein bisschen aufpassen auf ihn. Okay, Moment. Ich kann 3 Schritte auf ihn zugehen. 1, 2, 3. Tut mir leid, ihn. Ich versuche wirklich zu helfen, aber ich krieg's nicht hin. Oh. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihn. Ich kann wirklich gar nichts. Ian sieht schwer verletzt aus und wir haben keine Stimpacks. Nein. Oh mein Gott. Schwer verletzt sieht er immer noch aus. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen riskieren hier. Ich gehe ganz nah ran. Gezielter Schuss auf den Kopf. Oh mein Gott, wir sind so nutzlos. Ihr nutzt ein Stimpack. Nice. Streng dich mal ein bisschen an, sagt Ian. Ja, er hat absolut recht. Ich glaube, er hat eigentlich den Skorpion verhöhnt, aber ich beziehe es auf mich. Jawohl, wir haben getroffen. 7 Trefferpunkte, Ian. Den Rest überlasse ich dir. Gut. Ian, schön, dass du noch ein Stimpack hast. Ich muss mal nochmal gucken, wie im Fallout 1 das Handelsmenü gleich nochmal genau funktioniert. Ich glaube, das ist voll dämlich, weil man wirklich mit denen handelt, als wären die einfach NPCs. Es ist ein bisschen weird. Aber okay, er hat noch ein Stimpack und er hat 60 Schuss. Alles gut. Vergiss es einfach. Dann würde ich sagen, speichere ich und dann machen wir hier noch ein bisschen weiter. Dann machen wir die hier fertig. Ian schafft das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, er wollte Action. Die kriegt er jetzt. Das stimmt. Da hast du recht. Nicht getroffen. Hey, aber wartet ab. Wenn wir Energiewaffen haben, dann werden wir so rulen im Ödland. Aber bis dahin sind wir jetzt halt ein bisschen nutzlos. Aber das ist okay. Ist der tot? Wirklich? Anscheinend ist der tot. Ich glaube, im ersten Teil gibt es auch noch keine Alles-Nehmen-Taste und sowas. Ne? Der zweite ist da schon sehr viel komfortabler. Hat sehr viel Quality-of-Life-Veränderungen, die der erste noch nicht hat. Aber passt schon. Ist schon okay, erster Teil. Du warst ziemlich maßgeblich, historisch wichtig und so. Da muss man noch nicht alles perfekt machen. Ist schon in Ordnung. So, letzter Red Scorpion. Ich glaube, dann sind wir tatsächlich fertig in der Höhle. Mit Ian geht es sehr viel schneller und sehr viel einfacher. Ich lock ihn an, Ian, und du bringst ihn um. Hoah! Hey, sogar getroffen. 3 Trefferpunkte. 5. 8. Sehr gut. Der kann nicht angreifen. Gut. Oh, ich muss nachladen. Yes! 3 Trefferpunkte. Und tot. Nice. Cool. Haben wir einiges an Red Scorpion Stacheln. Und wir sind Level 2. Wir können jetzt ein bisschen hochskillen. Ich werde jetzt halt blöderweise halt wirklich in Energiewaffen investieren. Dadurch, dass wir begabt sind, ist es umso wichtiger, dass wir uns spezialisieren. Aber das heißt halt aktuell auch, dass wir erstmal ziemlich scheiße in allem sind. Ich stecke mal noch ein bisschen was in Wissenschaft und Öffnen, damit ich das auch nicht ganz umsonst mich spezialisiert habe. Irgendwann werden wir gut, Ian. Ian, du musst mir vertrauen. Ich weiß, ich wirke gerade wie der größte Vollidiot. Aber wenn ich die richtige Waffe in die Hand kriege, dann werden wir hier aufräumen. So, sind alle tot, auch da oben? Ich meine schon, aber ich schaue noch mal kurz nach. Ah ja, genau, ich habe schon die 500 Erfahrungspunkte bekommen für die Quest. Gut.
Ein Fallout-Aufbaustrategiespiel. Ja, auch das, genau. Sowas würde ich gerne sehen, ne? Ich hätte gern wirklich so einen XCOM-Klon, wo man so eine Brotherhood of Steel-Basis aufbaut und dann immer so Squads auf Missionen schickt. Fände ich mega geil. Aufbaustrategiespiel würde auch mega gut passen, ne? Man baut seine Ödland-Siedlung und muss dann gegen die typischen Gefahren des Ödlands sie verteidigen. Alles, da wäre alles gut. Man könnte so viel Genre abdecken. Es muss nicht immer nur dieses große Rollenspiel sein. Das ist auch großartig, immer her damit. Aber man könnte so viel machen. Genau, und ein Kart Racer zwischendurch würde ich auch nehmen. Wenn er gut ist, warum nicht? Aktuell gibt es ja das Fanprojekt Bloodborne Racing. Ein Kart Racer mit Bloodborne-Figuren. Das ist ein kostenloses Spiel. Die mussten jetzt leider trotzdem den Namen verändern. Es muss jetzt leider noch leicht abgeändert werden. Aber sowas finde ich auch lustig. Kannst du nicht bitte Bethesda als Ideebringer beitreten? Ja, mal gucken. Wenn das Jobangebot kommt, dann werde ich nicht Nein sagen. Ich glaube, an Ideen mangelt es in der Regel nicht. Ideen werden die genug haben. Die Frage ist immer, lohnt es sich, das zu machen? Und wenn ja, wer macht's? Geld und Zeit ist die Frage, nicht die Idee. So, guck mal, ich hätte... Es ist spät, komm Vormittag wieder, aber ich brauche jetzt Hilfe. Bist du verletzt? Ja. Großer Brahmin, warum hast du das nicht gleich gesagt? Das habe ich doch. Oh, großer Brahmin, das sieht wirklich böse aus. Es kostet $50. Ich habe nicht genug Geld. Du hast nicht genug Geld? Ich bedauere, aber meine Arbeitsmaterialien gestatten es mir nicht, dich umsonst zu heilen. Komm zurück, wenn du genügend Geld hast. Was hältst du stattdessen von einem Red Scorpion-Schwanz? Zeig mir mal den Sack. Ja, damit kann ich was anfangen. Und für diese großartige Geschenk kann ich dich natürlich heilen. Sehr gut. Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Willst du dich hinten ein bisschen ausruhen, während ich mich mit dem Sack beschäftige? Außerdem hast du bestimmt leichte Kopfschmerzen von der Junja, von dem Junja-Saft. Komm, komm. Okay. Cool. Dann hat er uns auch wieder geheilt. Dann sterben wir nicht sofort quasi augenblicklich. Dann reden wir mal nochmal mit Aradesh. Die Lage ist nun viel besser. Raslo arbeitet an einem Mittel gegen das Gift der Rat Scorpions. Und damit sollten wir die übrigen bekämpfen können. Das war doch nichts. Kann ich dich vielleicht noch was fragen? Sicherlich. Was möchtest du wissen? Auf Wiedersehen. Na gut. Erstmal ist Shady Sand sicher. Fürs Erste haben wir die gerettet. Wir könnten noch mal mit Seth reden, ob der jetzt noch was zu sagen hat. Und womit kann ich dir helfen? Nö. Na gut, dann würde ich sagen, speichern wir. Speichern. Und dann setzen wir unsere Reise fort Richtung Vault 15, wo wir eigentlich hin wollten. Chunktown Raider Hub. Ja, okay. Gehen wir erstmal nach Vault 15. Wüsteneingang. Oh, Red Scorpion. Ian, das ist doch deine Spezialität, ne? Wow, ich habe tatsächlich voll daneben getroffen. Ich dachte kurz, ich hätte getroffen. Aber Ian trifft dafür. 4 Trefferpunkte, 7 Trefferpunkte. Der ist schon halb tot, so ziemlich. Wie viel werden die haben? 20 oder so? Daneben. 6. Ich glaube, jetzt dürfte ein kleines Trefferchen eigentlich reichen. 6. Oh, dann haben die über 20. Na gut, okay. Ich nehme alles zurück.
Okay, jetzt ist er tot. Vielleicht 25 sowas. Hi, Werderhock. Mal eine Frage. Wie siehst du die Chance, dass wenn Obsidian das neue Fallout machen würde, die Unreal Engine 5 wie in Avowed benutzen? Kann ich schwer einschätzen. Einerseits sagt man immer, dass wenn ein Studio eine neue Engine lernt, ist das in der Regel eine sehr blöde Idee. Die sollten eigentlich bei dem bleiben, was sie kennen, weil da sind sie viel effektiver und geschulter. Also wird das schon Sinn machen. Gleichzeitig, wenn man ein neues Fallout-Spiel machen will, wird es natürlich schon Sinn machen, dass man dann auch die Engines benutzt, in denen schon Fallout-Spiele gemacht wurden. Weil dann kann man auf sehr viel Mechaniken und Assets und so weiter zugreifen. Und das verkürzt einem die Arbeit ungemein. Zumal Obsidian ja auch schon Erfahrung mit der Engine von Bethesda hat, weil die haben ja schon New Vegas gemacht. Also würde ich jetzt von meinem begrenzten Verständnis über Videospielentwicklung und Engine sagen, dass es logischer wäre, dass sie die von Bethesda benutzen. Aber kann auch komplett anders sein in Wirklichkeit, wie ich das jetzt mir zusammen denke. Uiuiuiui, hier ist ganz schön was los in Vault 15. Ian, wollen wir die ganzen Ratten hier draußen töten? Dammit. Voll daneben getroffen, sehr gut. Wie viel bringt so eine Ratte Erfahrungspunkte? Ach so, warte mal, hä? 25, ja, das ist nicht sehr viel, aber ich würde sagen, das nehmen wir mit. 4 Ratten sind auch 100 Erfahrungspunkte. Achso, shit. Ich bin einen Schritt zu weit gegangen. Ich bin zu weit gegangen. Dammit. So, danke, Ian. Ohne Scheiß, wenn wir Ian nicht dabei hätten, wir wären so aufgeschmissen. So viel auch dazu, dass ich sage, heute machen wir mal einen relativ normalen Charakter, ne? Und dann mache ich einen, der voll aufs Endgame spezialisiert ist und die ersten paar Stunden komplett nutzlos. Welche würdest du bevorzugen? Boah, keine Ahnung. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Da kann ich echt nichts dazu sagen. Ich glaube tatsächlich, dass ein gutes Entwicklungsstudio mit viel Erfahrung in der Engine wichtiger ist als die Engine selber. Und ich kann auch nicht sagen, ob das, was man über die Bethesda Engine sagt, dass die Engine an sich komplett kaputt und überladen ist und überfordert ist, ob das so stimmt oder ob Bethesda einfach nur den Schwerpunkt nicht unbedingt auf Polishing legt, ne? Keine Ahnung. Das weiß ich alles nicht. Oh, 6 Leuchtfackeln. Benutze ich nie, aber sind wertvoll. Nein, wir sind überladen. Ah, okay. Wir sind überladen. Aber wisst ihr was? Ich mache jetzt was sehr Seltsames. Ich werde jetzt mit Ian handeln. Das ist wirklich sehr komisch, ne? Und ich werde ihm jetzt die... Wie viel Munition hat er denn noch? Na, ein bisschen. Ich werde ihm jetzt mal die 2 Leuchtfackeln und irgendwie noch einen Skorpionschwanz oder sowas geben. Und ein bisschen Munition. Ey, ich würde die gern aufteilen. Ich weiß, dass das in Fallout 2 geht. Aber wenn es auch in Fallout 1 geht, weiß ich leider gerade nicht wie. Naja, keine Ahnung. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ist egal. Und jetzt gibt mir Ian dafür mal 80 Kronkorken, während sich mein Kater auf die Tastatur legt. Bitte nicht. So. Gutes Geschäft. Dann haben wir jetzt quasi an unseren Begleitern ein bisschen was verkauft und Inventarplätze freigemacht. Also Gewicht, meine ich. Ja, wir haben ja einen sehr schwachen Charakter gebaut. Deswegen war es nur eine Frage der Zeit, bis wir überladen sind.
Vor allem, weil die Skorpionstachelschwänze auch relativ teuer sind. Oh, relativ schwer sind. Also die haben eigentlich eine ziemlich schlechte Bilanz, was Wert und Gewicht angeht. Aber ihr wisst ja, ich bin alter Looter. Und im Fallout 1 gibt es eh noch nicht ganz so viel zu looten. Da kann man schon mal alles mitnehmen, was man so findet. Ich stehe einfach direkt neben der Ratte und treffe nichts und dann kommt Ian und schießt über einen halben Kilometer Entfernung einfach den Raum leer. Das ist cool. Okay. Ian, ich hab's versucht, du bist dran. I choose you, Ian. Oh oh, die Maulwurfsratte kommt. Maulwurfsratten waren im ersten Fallout noch ein bisschen anders als in den neuen Fallout-Teilen. Da sind das eher ziemlich krasse Bären im Endeffekt. Eigentlich so flache Höhlenbären. Was zur Hölle? Jawohl! Ian, wo bist du? Ich brauche Hilfe. Da kommt eine riesen Maulwurfsratte auf mich zu. Ian geht ums Eck. Ian, schieß doch. Schieß doch. Geh doch nicht so weit. Was ist denn los? Okay. Auf den Kopf. Voll daneben getroffen. Lauf. 6 Trefferpunkte. Ah, sehr gut. Er hat sie auf dem Boden geschossen mit einem guten Treffer. Ich treffe einfach nicht, ey. Oh nein, wie großartig, ey. Ich hab mir schon gedacht, shit. Ich hab mir schon gedacht, shit, jetzt hat Ian gerade seinen letzten Schuss verbraucht und musste nachladen. Und jetzt hat er nicht mehr genug Aktionspunkte für einen zweiten Schuss. Jetzt wird er nochmal eine Runde voll von der Maulwurfsratte angegriffen. Und dann schlägt er sie einfach mit der Faust tot. Das war jetzt echt cool. Ian ist einfach so cool. Einfach einmal drauf schießen, nachladen und dann bam, aufs Maul und die Maulwurfsratte ist tot. Wie großartig ist denn das bitte? So, gucken wir mal, was für Perks wir auswählen können, was für Bonis wir auswählen können. Wir haben einmal heller Kopf. Mit diesem Bonus erhältst du zusätzlich pro Level 5% zu deiner gesamten Erfahrungspunktzahl. Besonders nützlich, wenn dieser Bonus zu Beginn des Abenteuers erworben wird. Ist theoretisch natürlich immer eine Option. Intuition: mit diesem Bonus ist es wahrscheinlicher, dass du Details an Personen erkennst. Du erhältst damit bei der Untersuchung von Personen genauere Informationen. Nachtsicht steigert dein Sehvermögen bei Dunkelheit. Pro Level wird es insgesamt wird die allgemeine Dunkelheit um 10% verringert. Redegewandt. Bei redegewandten Personen weiß, wie sie die Dialogoption verbessern kann, ohne genau zu wissen, worum es geht. Bei jedem Level erhältst du einen zusätzlichen Intelligentpunkt für Dialogzwecke. Schnelle Reaktionen. Mit diesem Bonus ist es wahrscheinlicher, dass du deinen Gegner im Kampf zuvorkommst, da deine Reaktionsfähigkeiten pro Level um 2 Punkte steigen. Das ist schon sehr gut. Speer, deine Fähigkeit, entfernte Orte zu sehen, ist gestiegen. Deine Entdeckungen auf der Weltkarte nehmen daher um 1 Quadrat die Richtung ab. Und Taschenkünstler, du hast gelernt, deine Ausrüstung besser zu verstauen. Mit jedem Level brauchst du einen Aktionspunkt weniger, um im Kampf dein Inventar zu öffnen. Also für mich kommt eigentlich nur heller Kopf und schnelle Reaktion in Frage. Und ich glaube, ich nehme jetzt einfach heller Kopf, dann leveln wir schneller hoch. Wir leveln gar nicht schneller hoch, sondern wir kriegen, pro Level zusätzlich 5% zu deinen gesammelten Erfahrungspunkten. Ja. Wir leveln schneller hoch. Ja, genau. Das nehmen wir jetzt. Hier und jetzt, wo man ein Level sofort aufsteigen kann, ist und war schon immer... Das ist zwar ein cooler Perk für den Anfang hier und jetzt, dass man gleich noch ein Level abkriegt, aber man verschenkt halt Potenzial, weil man ein Perk weniger nehmen kann, der einem tatsächlich irgendeinen passiven Bonus bringt. Hi Idolem. Hat er auch vor kurzem mal wieder Fallout 1 gespielt.
Da gibt es einen ziemlich nice Mod, Fallout E2. Habe ich mir sogar angeguckt, ob ich den nicht benutze. Die haben ja quasi, wenn mich nicht alles täuscht, Fallout 1 komplett neu gebaut für die Fallout 2 Engine. Deswegen gibt es da so viele Quality of Life Features. Habe ich auch drüber nachgedacht, ja. Ich nehme jetzt Heller Kopf, dann leveln wir ein bisschen schneller hoch. Okay. So, ich muss mal ganz kurz eine Pinkelpause machen. Der Energy Drink verlangt seinen Zoll. Ich bin sofort wieder da. Ich kann jetzt gerade die Kamera nicht umstellen, weil ich müsste mich sonst aus dem Spiel raustappen. Ich lasse einfach laufen. Ich bin in einer Minute wieder da. Ja, hatte ich ein bisschen Angst, dass die Katze weiterzockt, während ich weg bin. Aber zum Glück nichts passiert. Ich speichere mal nochmal. Ich kann nicht genug betonen, wie aufgeschmissen wir wären, wenn Ian nicht dabei wäre. So. Oh, hier ist noch eine Ratte. Na gut. Ich gehe jetzt mal 3 Schritte nach vorne und mache einen gezielten Schuss auf die Ratte aus... Mein Magazin ist leer. Damn it. Dann lade ich nach und laufe wieder weg. So. Aber jetzt mache ich 3 Schritte auf die Ratte zu und mache einen gezielten Schuss auf den Kopf. Wir schießen selbstverständlich daneben und werden für 2 Trefferpunkte gebissen. Ist klar. Aber gut, wir versuchen es nochmal. Das funktioniert wieder nicht. Wir laufen wieder weg. Ian, kannst du bitte kommen? Der ist zu weit weg. Ich glaube, der ist nicht im Kampf involviert. Oh Gott sei Dank. Wir haben zumindest die eine Ratte hier erschossen. Ich glaube, die anderen beiden Ratten sind auch noch im Kampf. Ian, komm bitte mal. Ich brauche dich hier. Wir haben hier ein Rattenproblem. Und ich bin sehr, sehr schlecht. Yes! Ich habe sie gewischt. Sehr nice. Nice! Guckt euch das an. Ian, du kannst gehen. Ich habe alles unter Kontrolle. Danke dir. So, ein Monitor. Der ist aber kaputt. Ich glaube, die Konsole hier, der Computer, ist auch defekt. Hier können wir, glaube ich, nichts machen. Außer weitergehen. Ich glaube, auch mit unserem Wissenschaftsskill werden wir aus dem defekten Computer nichts mehr rausholen. Du siehst... Du hast nichts dazugelernt. Ja, okay, aber das können wir ja nochmal versuchen, dass wir den Wissenschaftsskill auf alle Terminals anwenden, weil vielleicht gibt es ja was dazu zu lernen. Du hast nichts dazugelernt. Ian, jetzt versperrt er uns den Weg. Machst du bitte einen Schritt schnell? Machst du bitte schnell irgendwohin einen Schritt in eine andere Richtung, Ian, weil sonst kommen wir hier nie wieder raus. Sonst sind wir hier für immer gefangen. Das wäre echt dumm. Ich glaube, ich meine, im zweiten Teil kann man die wegschubsen, also sogar zum Gehen auffordern. Ich glaube, es war der zweite Teil von Fallout, oder? Oder verwechsel ich das mit Checked Alliance oder so? Nee, ich glaube nicht. Aber ja, im ersten glaube ich noch nicht. Da können einem die echt blöd den Weg versperren. Nehmen wir den Aufzug. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich denke sowas um 19 Uhr. Ein bisschen später. Wir haben ein bisschen später angefangen. Ohne ein Seil. Aha, alles klar. Ich weiß Bescheid. Dann gehen wir nochmal. Wir haben jetzt eh wieder ein bisschen Kronkorken. Und dann kaufen wir uns erstmal ein Seil in Shady Sands. Vielleicht haben wir mal eine interessante Zufallsbegegnung. Endlich. Dass wir noch keine Zufallsbegegnung hatten. Ich verstehe überhaupt nicht, was los ist. Wir sind jetzt schon über Shady Sands nach Vault 15, von 15 zurück nach Shady Sands gereist. Keine Zufallsbegegnung. Crazy. Okay, ich möchte dieses Seil hier gerne haben für $31. Ich gebe dir dafür 3 Skorpionschwänze und einen Kronkorken. Deal. Dankeschön.
Dankeschön, das war's auch schon. Was sagst du zu den Gerüchten von Das Golem zur Resident Evil 9 Verschiebung? Die Gerüchte sind schon wieder ein alter Hut. Die wurden schon wieder zurückgenommen. Er sagt, die sind alte Gerüchte gewesen, das stimmt überhaupt nicht. In Wirklichkeit kommt Resident Evil im Januar. Resident Evil 9 kommt im Januar. Also, ja, genau, voraussichtlich. Kann man natürlich nie so genau sagen, aber anscheinend ist es für Januar angeplant. So, jetzt benutzen wir hier unser Seil. Und jetzt klettern wir runter und hier sind gleich mal ein paar Ratten. Ah, und eine kleine Maulwurfsratte. Au. Na wunderbar. Eine Schweineratte heißen die natürlich, genau. Okay, Schweineratte, gezielter Schuss auf den Kopf. Bam. Ich habe sogar getroffen. Wenn auch nur mit 5 Trefferpunkten, aber immerhin. Für unseren Charakter ist das schon ziemlich gut. Ian macht den Rest dann. Dankeschön, Sakuma. Ich freue mich, dass du da bist. Resident Evil 9. Ja. Habe ich was anderes gesagt? Resident Evil 9. Gab es denn auch einen Effekt auf den Dialog oder auf die Skills? Was meinst du jetzt genau? Es gibt schon auch Perks natürlich, die Dialogoptionen beeinflussen, auch in Fallout 1 und 2. Falls das die Frage war. Hallo, Brogard, genau, das erste Fallout mal wieder. Ian, kannst du nicht in meinem Türrahmen stehen bleiben? Bitte, danke. Oh, guck mal, ich bin versehentlich auf eine Ratte getreten. Wow, die hat mich für eine Ratte jetzt aber übel ins Bein gebissen. Holy shit. Das war eine Hauptschlagader, die da getroffen wurde, glaube ich. So. Ich hoffe wirklich, uns geht die Munition nicht aus. Ian, wie sieht's denn bei dir aus mit Munition? Ich habe nämlich nicht mehr viel. Bleib mal kurz stehen. Er hat noch 36 Schuss, genug um eine ganze Armee auszulöschen. Ich habe noch 8, aber ich muss eh nicht so viel schießen. Das ist in Ordnung, das macht er dann schon. Ich überlege sogar, ob ich ihm meine ganze Munition noch geben sollte, weil er sowieso, ne, viel effektiver damit umgeht als ich. Aber ich will irgendwie auch nicht komplett wehrlos sein, muss ich sagen. Oh, oh, jetzt ist Ian wahrscheinlich zu weit weg. Ich lock die lieber Richtung Ian. Ich versuch's kurz zu machen. Genau, das wäre nett, danke. Geh doch nicht so nah hin. Jetzt hat die Maulwurfsratte dann den ersten Angriff. Sei doch nicht dumm. Okay, hat nicht so schwer getroffen, die Maulwurfsratte. Alles gut. Ich sollte einfach echt nicht schießen, oder? Let's go, Ian. Wir sind die Besten. Wir sind ein gutes Team, Ian. Ich gehe vor und du bringst alle um. Ah, da oben ist Munition. Sehr gut. Das ist, ich finde Fallout 2 wirklich in jeder erdenklichen Hinsicht besser als Fallout 1. Das kann man schon sagen. Aber ich bin nicht glücklich über den Einstieg von Fallout 2. Diese Höhle der Tests und so weiter. Bei Fallout 2 macht es eben durch dieses Tutorial-Level sehr viel schwerer, so einen Charakter zu spielen, wie ich ihn spiele. Ein Charakter, der erstmal zumindest nicht für den Kampf ausgelegt ist, sondern der für später spezialisiert ist oder auch einfach nicht aufs Kämpfen spezialisiert ist. Das sind alles Sachen, die kann man im Verlaufe des Spiels gut kompensieren, aber die erste Prüfung macht einem Fallout 2 da schon sehr schwer. Das finde ich nicht so gut gelungen. Man kann natürlich da auch durchlaufen, aber das ist halt lame. D-
Denkst du, die schaffen das, dass die Vollerzieher das Niveau beibehält? Ich hoffe es. Erfahrungsgemäß wird alles schlechter mit der Zeit, ne? Das ist halt einfach so. Aber ein paar gute Staffeln könnten wir auf jeden Fall schon noch haben. Es gibt auch so die seltenen Fälle von Serien, die besser werden mit der Zeit. Aber das ist eine andere Art von Serie. Sowas wie Supernatural oder sowas, ne? So eher so ein bisschen cheesy Freak of the Week Serien. Die werden in der Regel nach einer gewissen Zeit besser, wenn die lang genug laufen. So High-Quality, super gepolischte Serien, die werden irgendwann einfallslos und schlechter einfach. Aber ich hoffe, dass die für ein paar Staffeln das Niveau halten, ja. Kann ich mir vorstellen. Okay, Ratte. Du hast es so gewollt. Gezielter Schuss auf den Kopf. Yes! Wir sind der Beste. Ian, ihr schießt da unten einfach Gegner, die ich nicht mal sehe. Es ist einfach toll. Und ich erschieße währenddessen Gegner, die nicht existieren. Sehr gut. Ich hoffe wirklich, die 11 oder wie viel 10 Erfahrungspunkte oder wie viel 10 pro Ratte lohnt sich für die Munition, die wir da verschießen. Aber hey, wir haben jetzt ein bisschen Munition gefunden, die wir leider nicht benutzen können. Schade, oder? Nee. Das ist falsche Munition, aber macht nichts. Ich lade jetzt einmal die Pistole nach. Ich bin out. Ich habe nichts mehr. War da nicht noch eine Ratte? Ja. Die beißt uns. Auch ziemlich böse wieder. Ziemlich böser Rattenbiss. Gut. Oh, ein Spind. Das ist natürlich jetzt köstlich. Da schauen wir rein. Oh, oh, aber erst müssen wir die Wächterratte besiegen. Ich bin der Wächter dieses Spinds. Wenn du diesen öffnen willst, musst du erst an mir vorbei. Ah, du hast es geschafft. Der Schatz gehört dir. Sehr gut. Du hast nicht genug Aktionspunkte. Ich beende den Kampf hiermit. Damit beende ich meine Runde. Und wir kriegen ein Seil und eine Lederrüstung. Keine Ahnung, warum man hier unten ein Seil findet, obwohl man Seil braucht, um herzukommen. Wahrscheinlich einfach, ne? Jetzt haben wir plus minus null Seile verbraucht oder so. Aber die Lederrüstung ist natürlich sehr gut. Jetzt ziehen wir nicht nur aus wie Mad Max, sondern unser Rüstungswert hat sich fast verdoppelt. Und gegen alle Schadensarten sind wir jetzt ein bisschen besser gerüstet. Das heißt, auch so eine Ratte dürfte uns jetzt nicht mehr halb das Bein abbeißen, wenn wir mal getroffen werden. Und jetzt sehen wir genauso cool aus wie Ian. Yeah! Ian und ich sind jetzt, wir sind schon ein ziemlich gutes Ödland-Team, ne? Mad Max und Blue Jeans Max. Let's go! Aha, eine Ratte? Sie beißt uns? 4 Trefferpunkte! Gerade sage ich noch, dass das nicht mehr so wild wird, wenn die uns treffen. Gemeinheit. Wirklich eine Gemeinheit. Ian, du musst... Ich sehe zwar jetzt cooler aus, aber ich bin immer noch genauso nutzlos. Ne? Nur, dass du es weißt. Du musst weiterhin alles allein töten. Dammit. Naja, ich hab's versucht. Ich habe mir gedacht, die Lederjacke gibt meiner Hauptfigur jetzt vielleicht die Confidence, die sie braucht, ne? Für den Kampf. Das Selbstbewusstsein. Die Kraft war von Anfang an in dir, aber nee, leider nicht. Ich war von Anfang an scheiße. Hilft nichts. Muss man sich einfach mal eingestehen. Ich versuche nochmal, meinen Wissenschaftsperk auf die Terminals anzuwenden, aber ich glaube, wenn die kaputt sind, bringt mir das nichts, nee. Gucken wir noch in die Toiletten in diesen einzelnen Zimmern. Aber da werden wir nichts finden. Aber ich schaue vorsichtshalber. Auch wenn ich Angst habe, dass Ian uns einsperrt für immer. Okay. Gut. Ach so, brauchen wir hier etwa gleich noch ein Seil, um noch tiefer zu kommen?
Ja, dann macht's natürlich Sinn und ist sehr nett, dass uns das Spiel hier ein Seil zur Hand gibt. Alles klar. Yes. Okay, dritte Stufe. Wir haben eine Maulwurfsratte, wir haben Dingsi-Ratten, Schweineratten und wir haben Rattenratten. Die drei Evolutionsstufen. Im Grunde ist das ein Pokémon, ne? Höhlenratte wird zu Schweineratte, Schweineratte wird zu große Maulwurfsratte. Das sind so die Stufen. Okay, das ist das letzte Stockwerk. Ich sehe zwei Spinds, die wir plündern dürfen. Das ist sehr schön. Sehr viele Gegner. Ian, ich hoffe, wir haben genug Munition dabei. Ich habe nicht genug. Ich sag's dir schon mal. Was liegt da? 10 mm Munition. Let's go! Okay, ich lock sie an. Ich tank sie und du schießt sie weg. Okay? Aber ich schieße auch ein bisschen mit. Nachladen kann ich nicht. Er muss auch nachladen. Schlecht. Schlechter Zeitpunkt zum Nachladen, bin ich ehrlich. Wie kann das eigentlich sein, dass ich bei der großen Ratte eine schlechtere Trefferwahrscheinlichkeit habe als bei der kleinen? Ist egal, weil Ian macht's schon. So. Yes, ich bin der Rattentöter. Das ist auch eigentlich so ein witziges Rollenspiel-Klischee, ne? Das Erste, was wir so ziemlich machen, ist in den Keller gehen und Ratten töten. So wie sich das für einen Oldschool-Rollenspielhelden gehört. Okay, Achtung, drei Schritte Richtung Schweineratte. Gezielter Schuss auf Körper, voll daneben getroffen. Es war mein letzter Schuss, ich habe keine Munition mehr. Nimm dies, Schurke! Ich wusste gar nicht, dass Ian ein 18. Jahrhundert-Fechter ist. Nimm dies, du törichter Tölpel! Moment mal, ich habe noch einen Schuss. Okay, alles oder nix! Dammit, nix. Mir wäre alles lieber gewesen. Schade. Au! Au, das tut voll weh, Maulwurfsratte. Muss das? Okay. Falcon Kick! Mein Gott, ich habe die Ratte erkickt! Mit einem Trefferpunkt, die war so gut wie tot. Yeah! Yeah! Ich bin halbe Chuck Norris. Nice. So, die Munition kommt jetzt wie gerufen hier. Haben wir wieder eine volle Pistole. Dann schauen wir mal eine Etage tiefer zu den Spinds. Was da drin ist. Wir haben C4 und zwei Granaten. Auch nicht schlecht. Was ist deine Vermutung? Einfach mal rumspinnen, wohin die Fallout-Serie mit der Serie, wohin die Fallout-Lore mit der Serie und die Spiele hingeht. Boah, puh, das ist eine gute Frage. Das kann ich dir echt nicht beantworten. Meine Theorie, was die Serie angeht, ist, damit, dass die so ein bisschen Fanservice abgrasen wollen und dass die basically jetzt einfach sich von der Westküste an die Ostküste vorarbeiten und wir besuchen ganz viele Orte, die wir aus den Spielen kennen. Na, das wird, finde ich, Sinn machen für die Serie. Und die Spiele, gerade wenn Bethesda die Spiele weiterhin macht, werden ziemlich sicher immer wieder in so kleinen, abgegrenzten Arealen spielen, die relativ wenig mit dem Rest der Welt zu tun haben werden. Und die Serie und die Spiele werden ganz stark versuchen, sich nicht in die Quere zu kommen. Das ist so mein Tipp. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. War übrigens super Tipp mit deinem Charakterbild für Fallout 1. Cool, das freut mich, sehr schön. Okay.
Danke euch. Danke euch, schön, dass ihr da seid. So, jetzt haben wir hier unsere erste Maschinenpistole gefunden. Wir könnten jetzt hier auch im Dauerfeuer schießen, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Ich werde weiterhin einfach mit Einzelfeuer auf die Rattenkörper aus nächster Nähe schießen, weil nur das kann unser Charakter. Ich hätte die Waffe vielleicht ihnen geben können, aber er kriegt die zweite dann. Die behalte ich erstmal. Ian ist gut genug mit seiner 10mm Pistole. Der braucht das nicht. Ich dagegen kann die dringend brauchen, weil ich bin absolut schlecht. Guckt. Genau das meine ich. Wie sieht es eigentlich aus? Wir dürften schön langsam mal wieder hochleveln. Wir haben übrigens nur noch 10 HP. Meine Güte, warum sind wir so tot? Okay, wir brauchen noch 1500 Erfahrungspunkte. So eine Schweineratte bringt 500. Das ist gar nicht schlecht. Jawohl, immerhin getroffen. Ian, du kannst abstauben. Er ist immer so ein Abstauber, ne? Ich mache immer die ganze Arbeit. Und dann kommt... Moment mal, die bringt nur 500. Warte mal. Ja, tatsächlich. 50, nicht 500. Ich habe mich verlesen. Na, dann bringen Schweineratten nicht so viel, wie ich gehofft habe. Dann dauert es ein bisschen länger mit dem Hochleveln. Ich habe den Namen Ian gehört, also ist es Fallout 1. Ja, ganz genau. Hast du richtig analysiert. Ey! Come on! Kannst du mich vielleicht nicht halb umbringen? Ian, wie wär's denn damit? Ich sollte echt mal schnell speichern. Das war gerade ein... Der hat mich gerade wachgerüttelt, Ian. Ich sollte vielleicht nicht mit 10 HP einfach so eine Vault erkunden, ne? Das ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee gewesen, Ian. Du hast schon recht. Ich habe deine Nachricht ist angekommen. Wir speichern öfter. Ja, das ist wirklich typisch Fallout. Das ist wirklich typisch Fallout 1 und 2. So sehr ich zum Beispiel Marcus liebe, Marcus ist großartig, sollte man Marcus einfach wirklich keine vollautomatische Waffe in die Hand geben, weil sonst ist einfach alles tot. Inklusive einem selbst und alle Begleiter. Auch alle Gegner. Aber das bringt einem dann halt auch nicht mehr viel. So ist das halt. Das war jetzt gerade sehr gewagt von mir und manche würden vielleicht sagen dumm. Und ich könnte dem nicht widersprechen. Ah, Gott sei Dank. Daneben getroffen. Sehr gut. Puh. Okay, Ian, wir sind schon ziemlich cool hier. Wir sind schon ziemlich cool hier unterwegs. Würde ich schon sagen. Ich speichere noch mal kurz. Weil mit 6 HP, da kann schnell mal, ne, da rutscht man auf einer besiegten Ratte aus und bam, ist man tot. Das geht ganz schnell. Hi, Walt. Das geht. Deswegen lieber vorsichtig hier. Habe ich sie getroffen? Ja, nice. Guckt, so schlecht ist mein Charakter gar nicht mit kleinen Waffen mittlerweile. Das heißt mittlerweile, der ist nicht besser geworden. Ich habe gerade einfach nur ein bisschen Glück. Das ist alles. Yes, und wie wir Glück haben. Ich bin stolz auf uns. Okay, Ian geht anscheinend jetzt der anderen Ratte entgegen. Das ist in Ordnung. Ich versuche es mit der hier aufzunehmen. 3 Schritte in Richtung Ratte. Und... Kapperschuss! Oh! Voll daneben getroffen. Ich dachte schon, das Ding ist abgeprallt und bringt uns selber um. Aber zum Glück nicht. Eieiei. By the way... fällt mir ein, ich denke nicht, dass Obsidian das nächste Fallout macht in nächster Zeit, zumal sie ja noch an Avowed und Outer Worlds 2, ja, ja, genau, Avowed und Outer Worlds 2, das haben die auch gesagt, sind natürlich aktuell deren Projekte und die müssen abgeschlossen werden, aber die werden mit
mit Avowed und Outer Worlds 2 mit Sicherheit sehr viel schneller fertig sein als Bethesda mit Starfield, an dem die ja immer noch ein bisschen rumarbeiten, und dem neuen Elder Scrolls. Und vor allem, wenn jetzt Avowed fertig ist, werden ja bei Obsidian Ressourcen frei. Die könnten schon mit einer Pre-Production anfangen, bis dann das Outer Worlds 2-Team vielleicht sogar noch dazustoßen kann, ne? Insofern, ja. Könnten die definitiv früher anfangen als Bethesda. Aber wie gesagt, ja, Todd Howard hat jetzt gesagt, okay, wir gucken gerade, dass wir mehr Ressourcen freimachen bei Bethesda. Dass wir schneller Spiele entwickeln können, ohne dass die Qualität leidet. Also vielleicht hat sich das mit einem potenziellen Obsidian-Fallout leider eher erledigt, weil Bethesda sagt, nee, wir kriegen das schon hin, Microsoft. Wir machen das selber. Das ist halt möglich. Dann hilft es auch nichts. Aber so oder so kriegen wir wahrscheinlich wirklich noch vor 2030 ein neues Fallout. Ob jetzt von Bethesda oder nicht, muss man mal gucken. Okay, ich bleibe mal im Kampfmodus, weil ich traue ihnen zu, dass der alleine einfach alles umbringt da drin. Eine Ratte tot. Er wird für einen Trefferpunkt gebissen. Cool. Ja, mach's gut, Burger Bun. Bis demnächst. Ian ist einfach der Bestigste. Jawohl, getroffen. Und ich wurde nicht getroffen, Gott sei Dank. Auch nicht von Ian. Kagameki-Tiger ist jetzt ein Birdrider. Vielen Dank, Wix, für das Verschenken des Abos an Tiger. Dankeschön, das ist sehr nett von dir. Super cool. So, Ratte auch tot. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Wir haben jetzt hier aufgeräumt. Hier gibt es jetzt nichts mehr zu holen. Aha! Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ein Erste-Hilfe-Buch. So nämlich. Nice. Lehrbuch zur praktischen Erste-Hilfe. Cool. Unser Erster-Hilfe-Skill ist auf schrecklichen 29. Wenn ich das Buch jetzt benutze. Tada! Dann sind wir auf schrecklichen 36. Ich könnte eigentlich mal versuchen, kann ich mich mit Erster Hilfe mit... Naja, wahrscheinlich eher nicht. Aber ich versuch's mal. Bei dir stellt sich keine Heilung ein. Ja, ich hab's mir gedacht. Räubatti unterstrich ist jetzt ein Birdrider. Danke, Räubatti, für deinen Prime Sub. Ich habe mir den Ellbogen gestoßen vor Freude. Dankeschön. Ihr habt einen Hype Train gestartet. Nice. 62% Hype Train Progression. Okay. Ich befürchte, wir haben hier leider keinen Wasserchip gefunden, aber trotzdem guten Loot. Gucken wir mal, was unser Pip-Boy dazu sagt. Suche den Steuerchip. Shady Sands, die Mission haben wir erfüllt. Ups. Peak unterstrich ist jetzt ein Birdrider. Peak, vielen, vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sub im dritten Monat. Der Hype-Train ist bei 93%. Dankeschön. Super nett. Freut mich sehr. Könnte sein, aber wenn er WoW gut ankommt, könnte ich mir vorstellen, dass noch DLCs kommen. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber so viel ich weiß, werden so DLCs und wird so nachträglicher sofort von dem Spiel eher immer so ein bisschen vom Restteam, ohne es böse zu meinen, gemacht. Ne, da wird ein kleiner Teil abgesetzt, die dann noch den Rest bauen, während das Hauptteam schon weitergeht zum nächsten Projekt. Thank you.
Mettgefühl unterstrich ist jetzt ein Birdrider. Dankeschön, Mettgefühl, für dein Prime Sub. Freut mich sehr. Oh, und Gedankenspiegel. Danke für deine sehr großzügige Cheers-Spende. Ich habe nicht gesehen, wie sie ins Glas fällt. Schade. Trotzdem, Dankeschön. Sehr nice. Wir haben den Hype Train auf Level 2. Yes. Danke euch. Freut mich sehr. Okay, was machen wir jetzt? Wir müssen weitersuchen. Wir haben, oh, Dankeschön auch an dich, Sakuma, für deine 100 Bits, Piu, die aus dem Glas gestürzt sind. Wir haben gehört, dass The Hub, ich spiele das Spiel jetzt wirklich auch nur zur Info so ein bisschen so aus der Sicht meiner Hauptfigur, ne? Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen und was los ist. Aber ich kann mich erinnern, in Shady Sands wurde uns was erzählt von der großen Handelsstadt The Hub. Wenn wir irgendwo einen Wasserchip finden, dann doch wohl in diesem The Hub, ne? Deswegen gehen wir jetzt dahin. Das ist jetzt unser nächstes Ziel. Auch wenn der Hub weit weg ist und wir eine Zufallsbegegnung haben. Carter, es wird spannend. Ratten. Na gut, das schaffen wir. Der ging daneben, ja. Der Bit los. Das Unterstrich Dango ist jetzt ein Birdrider. Dankeschön, das Dango. Vielen Dank für deinen Prime Sub. Freut mich sehr. Ihr seid die Besten. So, ich glaube, Ian macht die alle fertig. Ziemlich easy. Dankeschön nochmal, Sakuma. Der ging rein diesmal. Der ist drin geblieben. Und Bruderle, dankeschön für deinen Prime Sub. Yeah, danke. Bruderle unterstrich ist jetzt ein Birdrider. Hurra! Falls ihr es noch nicht wisst, wenn ihr Discord und Twitch verlinkt habt, könnt ihr auf meinem Discord-Server auf den VIP-Bereich zugreifen und da kriegt ihr dann fast jede Woche, normalerweise jede Woche, aber aktuell fast jede Woche, weil ich ein Trottel bin und es zeitlich nicht hinkriege, entweder ein zeitexklusives Video, das ihr vor allen anderen sehen dürft, oder sogar ein exklusives Video. Und in der exklusiven Videoreihe schauen wir uns gerade absolut alle NPCs der gesamten Fallout-Reihe an. Wir besuchen jeden einzelnen Ort quasi in Gedanken und ich stelle jeden einzelnen NPC, der einen Namen trägt, vor und erzähle seine Geschichte. Und so arbeiten wir uns durch die komplette Fallout-Reihe. Wir sind gerade mitten in Fallout 2 und kommen dann bald zu Fallout 3. Und das wird eine Reihe, die uns potenziell noch ewig begleiten wird. Ein Monster-Mammut-Projekt, das wir da gerade am Laufen haben. Aber auch ein sehr spaßiges, in dem ich auch noch mal viel über die Fallout-Welt lerne, das ich noch nicht wusste oder nicht mehr wusste. Stimmt's, Linky? Ja, Link stimmt zu. Link, du kannst dich nicht auf die Tastatur setzen. Bitte. Komm her. So. Okay, Ian, wir haben noch ein paar Ratten. Wollen wir die nicht noch töten, bitte? Oh Gott, Ian, das tut mir leid. Scheiße. Jetzt sind wir quitt, würde ich sagen. Jetzt sind wir quitt. Ne, jeder darf mal einmal einem anderen in den Rücken schießen. Das ist nur fair. Das gehört dazu bei Fallout 1. Okay, da oben haben wir noch eine Ratte. Die holen wir uns noch schnell. Ah ja, okay, danke. Das hat sich erledigt. Dann können wir auch schon wieder gehen. Das hat Ian gut gemacht. Halt, stopp, bevor wir gehen, speichern wir kurz. So. Speichern. Let's go. Hallo, Goldpaladin. So, wo ist denn The Hub eigentlich? Das da unten ist The Hub, glaube ich, ne? Da haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Mal gucken, ob wir das schaffen. Gleich noch eine Zufallsbegegnung. Oh oh, das sieht nicht gut aus, Ian. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Das sind zu viele. Wir versuchen's. Okay, Ian, du hast recht. Wir versuchen's. Weil das gäbe gut Loot, wenn wir die schaffen würden.
Jawoll! Headshot! 21 Trefferpunkte! What? Das war der beste Treffer, den ich bisher im ganzen Spiel geschafft habe. Nice! Das geht gut los, Ian. Ich bin guter Dinge. Solange die nur Messer haben. Oh oh. 10 Trefferpunkte. Ah, der mit der Pistole muss weg. Aber die mit dem Messer auch. Die sind schon zu nah an uns dran jetzt. Shit. Nicht gut. Jawohl, Ian hat die Hauptgefahrenquelle erkannt. Und die wollen fliehen. Haha, sie will zumindest fliehen. Sie will nicht fliehen, sie will mich abstechen. Okay. Nein, Entschuldigung, oh Gott. Jawohl. Ian und ich haben mir Sorgen gemacht, dass wir hier nicht gewinnen könnten. Guckt euch das an, wie Ian hier einfach alle fertig macht. Sehr gut. Ian, lass sie nicht entkommen, schieß auf sie. Du kannst besser schießen als ich. Ich mach mal 3 Schritte und versuch hinterher zu schießen. Aber ich sag mal so, ne? Naja. Yeah! Level 2 Hype Train abgeschlossen. Ich kann den Emoji jetzt gerade nicht posten, ne, weil Fallout 1 mag das nicht so, wenn man raustappt. Aber ich habe irgendwie so ein Faltluftballon-Hündchen bekommen. Keine Ahnung. Habe ich noch nicht gesehen bisher. Sieht weird aus. Sieht lustig aus. Ich sehe Steine. Na cool. Die 3 haben wir geschafft. Die können wir auf jeden Fall mal looten. Mal gucken, was die Schönes dabei hatten für uns. Oh, guckt mal. Was haben wir denn da Schönes? Ein Jagdgewehr. Nice. Ein Messer. Und ein Bier. Ein selbstgebrautes Bier. Dann haben wir noch eine 9mm Pistole. Messer. Bier. Das finde ich halt an den älteren Rollenspielen grundsätzlich und gerade an den älteren Fallout-Spielen so geil, weil alles einfach ein Schatz ist. Dadurch, dass man nicht wie in Fallout 4 zum Beispiel gleich von Anfang an 100 Raider erschießt und mit Standardwaffen überschüttet wird, ist einfach wirklich jeder Loot, den man kriegt, wertvoll. Jede Waffe bis zum Schluss hin ist ein wichtiges Handelsitem, ist einfach super wertvoll. Und wir haben gerade unsere Kampfkraft ordentlich erhöht. Das ist schon sehr cool. Jetzt muss ich mal gucken, bin ich überhaupt stark genug, das Jagdgewehr auszurüsten? Ich glaube, wir haben uns Stärke 5 gegeben, ne? Könnte ich jetzt schon benutzen, das Jagdgewehr? Auch wenn ich damit nicht so gut bin. Aber wenn ich jetzt das Jagdgewehr benutze... Lass mich noch mal kurz gucken. Ja. Wenn ich jetzt das Jagdgewehr benutze, dann geben wir Ian die... Bleib mal stehen. So. Dann kriegt Ian jetzt die automatische. Linky, mein Arm schläft bald ein. Du kannst hier nicht ewig liegen bleiben. Das 10mm MG. Dann will ich aber von dir wenigstens alle deine Kronkorken und das da und das da. Gutes Geschäft, das würde ich auch meinen. So. Das stimmt, Konrad, da hast du recht, ne? Da hätte ich schon mal, aber ich will aktuell Munition sparen, so gut es geht, weil wir haben nicht viel. Aber so eine Salbe aus nächster Nähe, da kann man auch mit einer niedrigen Trefferwahrscheinlichkeit gut Schaden machen, da hast du recht. Denkst du jetzt, wo die NCA in der Serie so stark geschwächt wurde, dass Caesars Legion nun den Todesstoß verübt, da die Gelegenheit günstig wäre? Also, wenn die Geschichte aus Fallout New Vegas sinnvoll weitererzählen wollen, dann wird schon Sinn machen, dass Caesars Legion jetzt in der 2. Staffel eine sehr große Rolle spielt und vielleicht auch wirklich große Teile des Westens einnimmt. Aber letztendlich wissen wir nicht, wie die Serie weitererzählen. Wisst ihr, das spielt wieder so 10 Jahre nach Fallout New Vegas. Theoretisch können die sagen, ja, ist eigentlich egal, wer gewonnen hat, weil ein Jahr bevor die Serie spielt, wurde dann alles zerstört und alle Fraktionen haben sich zurückgezogen und theoretisch könnten die machen, was die wollen.
Insofern kann man es schwer sagen. Aber ja, ich fände Caesars Legion jetzt als große neue Fraktion in der zweiten Staffel sehr sinnvoll, auf jeden Fall. Mit welchen Waffen kannst du umgehen? Ich kann mit so ziemlich jeder Art von Pistole gut schießen. Halbautomatische Knarren, Messer kann ich auch einsetzen. Hey, da hast du eigentlich recht, Ian. Da hast du eigentlich recht. Warum gebe ich dir nicht auch ein Messer als Zweitwaffe mit, oder? Geschenkt, bitteschön. Guck, ist doch nice. Zieh deine beste Waffe, wenn wir das nächste Mal kämpfen. Okay. Gut, weiter geht's. Ah, ich hätte gleich noch speichern sollen. Moment, ich gehe noch mal rein. Escape. Speichern. 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 Speichern, speichern und nochmal speichern. Warte mal, ich muss mal gucken, wo die Quick-Save-Taste ist. Das wäre eigentlich eine gute Idee. Da ist das F4? Gibt's eine Quick-Save-Taste? Bin mir nicht sicher. Ich speichere lieber weiterhin manuell. Elden Camilo ist jetzt ein Birdrider. Hey, danke Elden Camilo für deinen Sub im 13. Monat. Hurra! Dankeschön. Super nett von dir. Schön, schön. So, hab, ich komme. Nur noch ein paar Quadrate und wir haben es geschafft. Übers Gebirge dauert es ein bisschen länger. Wir haben eine Zufallsbegegnung. Wir sind irgendwie haben wir es geschafft, dass wir direkt in einen Red Scorpion treten. Ich weiß nicht, wie wir das wieder hinbekommen haben, aber okay. Jagdgewehr, Attacke, oh, auf den Kopf. Unsere Trefferwahrscheinlichkeit ist jetzt schon ein bisschen besser mit dem Ding, ne? Trotzdem schaffen wir es daneben zu schießen, ohne Probleme. Ohne Probleme schaffen wir das. Ja, aber wenn wir treffen, machen wir jetzt wenigstens ein bisschen Schaden. Sehr gut. Er ist tot, Jim. Nehmen wir noch seinen Stachel mit. Und dann sind wir hier auch schon wieder weg. F6, sagst du? Probiere ich dann mal. Aber vorher speichere ich. Für den Fall, dass das ein gemeiner Hinterhalt ist, diese Nachricht. Moment mal, das ist überhaupt nicht The Hub. Was ist denn das da? Wo sind wir denn da? Ah, das ist Chunktown. Hey, ja. Komm, dann schauen wir bei Chunktown vorbei. Steck das lieber weg. Chunktown ist ein friedlicher Ort. Und das soll auch so bleiben. Okay, wiedersehen. So, wir sind unbewaffnet. Willkommen in Chunktown. Was kann ich für dich tun? Was machst du hier? Was ist das für ein Ort? Wonach sieht's denn aus? Ich bin eine Wache und ich lasse Fremde wie dich nicht aus den Augen. Und dieser Ort heißt übrigens Chunktown. Hey, lach nicht. Zufällig gefällt mir dieser Name. Wir treiben viel Handel. Manchmal handeln wir sogar mit diesen arroganten Dreckskerlen von Hub. Hä? Hey, du bist doch nicht vom Hub, oder? Was? Vom Hub? Ach so. Nein, nein, ich komme nicht vom Hub. Ah, okay. Ist nicht unsere Sache, Fragen zu stellen. Einen schönen Tag noch. Und mach keinen Ärger. Okay. Hey, willst du vielleicht handeln? Nee, er will nicht mehr mit mir reden, alles klar. Dann reden wir hier mal mit dem muskulösen Mann mit dem Narben und dem Schnauzbart. Kann ich dir helfen, Fremder? Ich würde gern handeln mit dir. Oh, der hat Schrotflintenmunition und ein Funkgerät. Funkgerät potenziell sehr wichtig. Aber aktuell brauchen wir nichts davon. Hat auch keinen Kronkorken. Was gibt's hier so zu tun? Viel. Solange du auf unserer Seite bleibst. Es gibt Killian Darkwaters Laden, wo du handeln kannst. Das möchte ich bitte. Dann ist da noch Gizmos Casino, wenn du ein Spieler bist. Ja, theoretisch haben wir viel Glück, ne? Wenn du nur einen Drink willst, kannst du drüben im Scumpit, ins Scumpit gehen. Führ dich aber nicht auf. Hey, ich führe mich aber gerne auf. Nee, ich sag das lieber nicht. Bis dann. Ah, da kriege ich Fallout Online, Fonline Flashbacks. Habt ihr das mal gespielt? Da haben die quasi Fallout 2 und 1 so modifiziert, dass da ein Online-Spiel draus wird, das ziemlich gemein ist.
wirklich ziemlich gemein ist. Und das ist so ein bisschen die Staatsstadt. Und damit man sich am Anfang seine ersten Kronkorken verdient, kann man hier in dem Brahmin-Gehege Brahmin-Scheiße schaufeln. Das macht man dann ewig lang, bevor überhaupt mal irgendwas losgeht. Chunktown-Wache, 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 Chunktown-Wache. Okay, warte, ich drück mal F6. Passiert auch nichts. Ich speichere lieber so. Irgendwie geht's, glaube ich, wirklich, ne? Aber ist wurscht jetzt. Darf ich mal in den Container schauen? Der scheint verschlossen zu sein. Wie war das in Fallout 1 gleich nochmal? Darf ich den jetzt knacken oder bin ich dann ein Feind? Ich weiß gerade wirklich nicht mehr, wie das in Fallout 1 war. Ich habe das Schloss geknackt und dafür 25 Erfahrungspunkte bekommen. Und jetzt habe ich aus Versehen Ian angeklickt, weil er sich direkt vor die Kiste stellt. Danke. Oh nein, ich bin überladen. Aber scheinbar ist das okay. Scheinbar darf ich das. Das finde ich gut. Okay. Du kannst das Schloss nicht öffnen. Na gut. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal irgendwo hin, wo wir handeln können. Gehen wir mal hier ins Hospital. Da können wir bestimmt auch ein bisschen was verscherbeln. Ja, ich bin sehr gespannt, wie die mit der NCR weiter vorgehen in der Serie. Dr. Morbid, hallo. Ich würde gerne handeln, Dr. Morbid. Oh, die Person handelt nicht mit dir. Naja, mir geht's ganz gut. Und dir? Kuga geht's immer gut. Hey, ich muss wissen, du solltest mit Flash hier reden. Der kann dir sicher weiterhelfen. Okay. Ach, das ist der Assistent von Dr. Morbid und das ist Flash. Kannst du handeln, Flash? Auch nicht. Ich muss den Doktor sprechen. Was für ein Pech auch. Raus hier und wage es nicht, vor morgen früh wiederzukommen. Okay. Gut. Dann gehen wir mal noch weiter. Moment mal. Warum wurde hier gerade ein Kampf eröffnet? Ich bin weggegangen. Ich bin weggegangen. Wisst ihr was? Okay. Von mir aus. Dann haben wir jetzt einen Kampf. Ich weiß nicht, was die jetzt von mir wollen. Ich bin doch weggegangen. Ohne Scheiß. Aber solange keiner stirbt und solange nicht gleich die ganze Stadt auf uns losgeht, ich bin mir nicht sicher, werde ich jetzt mit denen kämpfen von mir aus. Daneben getroffen, das ist sehr gut. Okay, das war ein guter Treffer. Oh, der hat mich aber auch ein bisschen böse getroffen. Oh, und ich habe Ian getroffen. Shit. Sieht nicht gut aus gerade, sieht nicht gut aus. Er lädt sein Gewehr. Oh, wir haben noch ein HP. Oh, 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 oh. Okay, einer ist tot. Aber Ian, den anderen musst du jetzt, glaube ich, allein machen. Okay, ich wollte das nicht. Ich wollte das wirklich nicht. Ich weiß nicht, warum das passiert ist. Aber es ist nun mal passiert, ne? Jetzt werde ich mir leider deren Inventar nehmen müssen. Auch die Schrotflinte. Oh, Kampfrüstung. Oh, das ist so der Jackpot. Ey, ich muss Inventar loswerden. Ich muss jetzt dringend handeln. Aber jetzt muss ich mal kurz hier hingehen, ob die mich nicht angreifen. Ich war es nicht. Ich schwöre. Ich war es nicht. Bitte tötet mich jetzt nicht. Kann ich dir helfen, Fremder? Handeln. Wenn der doch wenigstens ein paar Kronkorken hätte. Oh, ich muss husten. Auf Wiedersehen. Chunktown-Bauer, Gefängnis.
Okay, Ian, das ist jetzt alles ein bisschen blöd, aber komm jetzt mal bitte her, Ian. Du musst mir jetzt mal ein bisschen was abnehmen. Auch wenn das immer schwer ist, im Fallout 1 das wieder zurückzukriegen, was man seinen Begleitern gibt, ne? Will ich jetzt mal dir geben, die 3 Skorpionschwänze, weil die sind viel zu schwer und bringen viel zu wenig. Bitteschön. Außerdem hast du keine Munition mehr, oder? Ich kann dir leider nur 2 Schuss aktuell geben. Aber gut. Jetzt gucken wir mal, ob wir die plündern können. Yes, den anderen auch noch. Oh, ich wollte den Kampf wirklich nicht haben. Aber jetzt war das wirklich der beste Kampf ever. Yes. Sehr gut. Das ist schön. Ich kann es zurückstehlen, da hast du recht. Aber ich bin nicht sehr gut im Stehlen. Aber mit sehr viel Laden und Speichern könnte ich das so machen, ja. Kann man ein bisschen drumherum arbeiten. Dass das Begleitersystem in Fallout 1 noch so ein bisschen weird war. Ja, Carter, alles gut. Okay, General Store, let's go. Jetzt kaufen wir ein. Ich kann bei dem ziemlich sicher noch keine Energiewaffen kaufen, aber trotzdem ist das schon mal alles sehr gut jetzt hier. Sehr gut, Carter. Und wir haben einen vertonten NPC. Das freut mich auch sehr. Wer bist du? Ich bin Kilian. Kilian Darkwater. Der Bürgermeister dieser Stadt. Und wer bist du? Und wer bist du? Ich bin Kilian Darkwater. Der redet lustig im Deutschen. Ich bin Landsquid. Also sprachlos, ne? Mhm. Habe ich mir schon gedacht. Erzähl mir doch mal ein bisschen was von der Stadt. Junktown ist halt mein Zuhause. Meistens treiben wir Handel mit Leuten oder vertreiben ihre Sorgen. Wir haben auch eigene Probleme. Welche Probleme denn? Von außerhalb hatten wir manchmal mit den Khans zu tun. In letzter Zeit waren sie ruhig. Die Skulls machen uns Probleme. Unten beim Hub sind einige seltsame Dinge passiert, aber die hatten bis jetzt noch keine Auswirkungen auf uns. Hi, Kleiner. Ich muss mal bitte zur Mauskarte. Gehört dir der Laden hier? Genau. Nicht so groß wie einige im Hub, aber die Leute finden alles, was sie brauchen. Schau dich einfach um. Lol, der NPC hat die deutsche Synchro von Solid Snake aus Metal Gear Solid. Nein, wirklich? What? Wenn ich mich nicht verhört habe, ich kann es dir echt nicht sagen, ich habe die deutsche Stimme jetzt von Snake gar nicht im Ohr. Gar nicht. Keine Ahnung, ob ich die jemals gehört habe. Hey, Tag auch. So. Ja. Eine Desert Eagle ist interessant. 2000 Kronkorken sind interessant. 3 Stimpacks. Alles sehr interessant, was du so in deinem Inventar hast. Ich weiß nicht, ob ich dir so viel bieten kann, leider, ehrlich gesagt. Ich kann anbieten 2 Pistolen. 3 Pistolen. Ja, im Grunde 2 Messer. 1 Schrotflinte. Uiuiui, die Schrotflinte ist was wert. Und weißt du was, die Biers könntest du theoretisch auch haben. Ich hätte dafür gern die 3 Stimpacks und leider sind wir dann eh schon so ziemlich am Limit wahrscheinlich. Wie viel würde denn die Desert Eagle kosten? Oh, wir könnten uns theoretisch die Desert Eagle leisten. Aber ich, da bräuchten wir aber dann auch die Munition dafür und dann wird's knapp. Ich würde noch eine Granate oben drauf legen. So, jetzt kommen wir schon langsam ins Geschäft hier. Die Munition wäre auch noch gut. Ah, hier, nimm noch die Leuchtfackeln, bitteschön. Und dann nehmen wir noch... hallo? Hä? Eigentlich sollte das... Ah ja, jetzt geht's. Komisch. Dann nehme ich noch, machen wir mal noch 60. Und 8.
Ui. Nice. Okay, Killian. Wir werden uns gut verstehen. Ian, komm mal mit raus hier. Lass uns mal kurz Inventar managen ein bisschen. Oh, nein. Wir werden hier Zeuge eines Attentats. Ein Attentäter betritt die Fläche. Gizmo lässt grüßen, hat er gesagt. Oh, Ian, lass mich jetzt mal da rein. Da will man... Mal, danke für deine Hilfe. Ja. Das war richtig mutig. Bitte. Wir haben uns kein Problem. In eine scheiß Lage gebracht. Gizmo steckt dahinter, doch ich brauche Beweise. Hilfst du mir dabei? Ich? Wozu brauchst du mich? Wenn ich's beweisen kann, wird er aus Junktown rausgeworfen. Du musst eine Wanze bei ihm verstecken oder sein Geständnis mit einem Abhörgerät aufnehmen. Schaffst du das? Boah, das klingt ziemlich gefährlich. Die Wahrheit ist, es wird gefährlich. Dann schulde ich dir was. Aber Killian Darkwater zahlt immer. Was meinst du mit zahlt immer? Ich sag dir was. Alles in dem Laden, auch das teuerste, gehört dir. Umsonst. Bei Waffen kriegst du noch so viel Munition, wie du willst. Fair? Ich hab dir gerade alles abgekauft, was den Deal jetzt gerade nicht sehr sexy für mich macht. Aber ich mach's. Los geht's. Weil was er nicht weiß. Und Abhörgerät. Sag mir, wenn's vorbei ist. Und viel Glück. Was er nicht weiß, ist, dass ich sehr viel Erfahrungspunkte dafür krieg. Okay, durchsuchen wir mal den Attentäter, den Ian einfach durchsiebt hat. Guckt euch an, da ist nicht mehr viel übrig von dem. Eine blutige Masse am Boden. Ian versteht da keinen Spaß. Okay, wir tauschen die Lederrüstung gegen die Kampfrüstung. Bam. Wollen wir die Schrotflinte nehmen? Wir zielen ohnehin sehr schlecht, ne? Es würde sogar Sinn machen, dass wir aus nächster Nähe kämpfen eigentlich. Und dann würde ich sagen, wir konnten... Oder sogar die Desert Eagle. Nee... Okay, wir haben jetzt hier das Abhörgerät und die Wanze. Okay. Mit einem AP. Ich laufe hier einfach wirklich... Ja, mit 4 HP laufe ich rum. Na dann. Ian. Jetzt pass mal auf. Ich gebe dir jetzt mal das Jagdgewehr. Ich habe 2 Jagdgewehre. Oh. Ach ja, gerade haben wir eins geklaut, ne? Sehr gut. Ich gebe dir jetzt mal das Jagdgewehr. Und du gibst mir dafür ein bisschen Zeug hier wieder. Und du kriegst auch noch eine wunderschöne Kampfrüstung. Beste Waffe im nächsten Kampf. Okay, cool. So weit, so gut. So, jetzt sollen wir Gizmo ausspionieren. Ups, wollte ich nicht. Jetzt sollen wir Gizmo ausspionieren. Ich weiß nicht, ob unser Charakter dafür geeignet ist. Das ist die Stimme von Snake aus Metal Gear? Okay, hey, interessant. Was? Wir könnten vielleicht noch ein bisschen handeln. Ich hätte jetzt nämlich noch ein bisschen Grusch, der weg kann. Wie zum Beispiel diese Lederrüstung hier. Das Messer, die Pistole und 3 Skorpionschwänze. Dafür nehme ich sehr gerne 645 Kronkorken in Empfang. Hurra! Cool, wir sind jetzt schon ziemlich reich. Das ist schon ziemlich gut jetzt. Wir sind auch ziemlich tot, muss man auch sagen, fairerweise.
Aber okay. Man kann nicht alles haben. So. Gehen wir mal ins Hotel hoch. Das ist doch eine gute Idee. Können wir mal eine Nacht schlafen und uns ein bisschen heilen. Ach, das wusste ich gar nicht. Die deutsche Synchro von Snake aus Metal Gear Solid 1 von der PS1-Version. Cool, cool. Hallo, willkommen im Crash House. Wie kann ich dir weiterhelfen, Fremder? Ich brauche eine Mütze Schlaf. Ich weiß nichts darüber, aber ich vermiete dir ein Zimmer. Hä? Du weißt nichts von Schlafen? Ist dir das Konzept Schlafen nicht bekannt? Solltest du mal versuchen. Du wirst erstaunt sein, wie es dir danach geht. Hier ist ein guter Ort, um dich auszuruhen und gesund zu werden. Ein Tag kostet $25 und eine Woche 125. Die meisten entscheiden sich für den Wochenpreis. Nee, ich brauche nur eine Nacht. Okay, dein Zimmer hat die Nummer 1. Folge mir. Aber schieß hier nicht mit irgendwelchen Waffen rum. Okay. Lass mich raten, es ist das da, oder? Ja, danke schön. Das hier ist dein Zimmer. Willst du dich bis morgen früh ausruhen? Ja. Bitte. Gott sei Dank, du bist hier. So ein verrückter Typ hat Cynthia als Geisel genommen. Er droht damit, sie umzubringen. Du musst uns helfen. Nee, okay, ich kümmere mich drum. Da oben wahrscheinlich, ne? Okay, gut, dass wir ein bisschen geschlafen haben. Wir haben ungefähr 15 HP oder so regeneriert. Auch nicht gerade das Wahre, aber immerhin. Okay, verrückter Typ. Was ist hier los? Das reicht, komm nicht näher. Ich bring sie um, ich schwör's. Gewalt ist keine Lösung. Lass uns drüber reden. In was für einer Welt lebst du denn? Hier in der echten Welt fließt Blut, Mann. Blut fließt. Und es wird in diesem Zimmer fließen, wenn du nicht abhaust. Darüber können wir doch reden. Wie kann ich dir helfen? Ey, das ist lustig. Wer sagt, dass ich Hilfe will? Du, indem du die Frau als Geisel nimmst, bittest du um Hilfe. Ich kann dir helfen. Darüber muss ich nachdenken. Gib mir einen Augenblick. Jetzt schießt er auf mich, oder? Bleib weg! Ich möchte ihr nichts tun, aber ich mach's. Warum willst du ihr was antun? Sie hat mich ausgelacht. Die haben mich alle ausgelacht. Dafür zahlen sie, das schwöre ich. Ich trau dir. Gehen wir's doch nochmal durch, okay? Vielleicht, weiß nicht. Ha, was mache ich jetzt? Soll ich wirklich warten? Was ist, wenn wirklich was passiert? Ich speichere mal. Okay. Geisel. Okay, jetzt warte ich einfach ein bisschen. Lassen wir ihn einfach wirklich mal, vielleicht rafft er sich. Ich habe ihm jetzt gut zugeredet. Ist alles gut. Ich könnte jetzt auch meine Waffe ziehen und auf ihn schießen, ne? Ich rede vielleicht noch mal kurz mit ihr. Hilf Cynthia, sie ist in Schwierigkeiten. Okay. Bitte sorg dafür, dass er mich nicht tötet. Ich halte dich für einen Lügner und Betrügner. Verdammt. Beruht auf Gegenseitigkeit, Junge. Warum nimmst du nicht mich anstelle von ihr? Schau dir mal an, was ein richtiger Mann machen kann. Hä? Aber ich glaube, das nehme ich. Klar doch, ich zeig's dir. Weirder Dialog. Ian hat die Kugel heldenhaft aufgefangen. Okay, jetzt pass mal auf. Ich brauche 6 Aktionspunkte, um meine Schrotflinte, meine neue, abzufeuern. Ich gehe jetzt 3 Schritte in den Raum und hoffe, dass ich nicht Cynthia in der Mitte auseinandersäge, wenn ich das jetzt mache. Aha, ich säge nix in der Mitte auseinander. Und Ian schießt mir in den Rücken. Beste Runde ever.
Okay, du hast es nicht anders gewollt. Ich gehe 3 Schritte auf dich zu. Ich bin in Knutschreichweite. Und habe keine Munition in... Oh Gott. Großartig. Und jetzt gehe ich um dich rum, damit Ian mich nicht erschießt. Und er schafft es trotzdem. Die Kugel ist gerade um den Raider rum und hat mich getroffen. Dankeschön. Okay. Und jetzt ziele ich auf dich und schieße dir mit 53%iger Wahrscheinlichkeit eine doppelte Schrumpflitzladung in den Kopf. Und ich treffe irgendwie Ian. Wie? Ich habe Ian gerade in den Kopf getroffen und zwar mit einem ziemlich guten Treffer. Ich glaube, er will fliehen. Ich glaube, dass wir uns hier gegenseitig die ganze Zeit erschießen, hat ihn dann doch sehr beeindruckt. Ich habe das Gefühl, dass Ian mich halb umbringt und ich Ian. Er war sehr verwirrt, glaube ich, und vielleicht auch ein bisschen beeindruckt. Er hat sich gedacht, okay, ich bin raus hier. Das ist mir zu krass. So, jetzt bist du ein bisschen tot, ne? Das hast du jetzt davon. Ich wollte dir ja ausreden. Danke für deine Hilfe. Noch nie hat sich jemand so um mich gekümmert. Ist schon in Ordnung. Mein Boss hat nicht mal ein paar seiner Schläger zur Hilfe geschickt. Man könnte meinen, dass er bei dem ganzen Geld, das ich für diesen Verlierer verdiene, wenigstens zu einem Teil des Handels steht. Wer ist denn dein Boss? Gizmo natürlich. Er kontrolliert den Sündenpfuhl dieser Stadt. Ich dachte immer, das Wort heißt Sündenpool, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Jetzt komme ich mir dumm vor. Den Sündenpool dieser Stadt. Killian würde verdammt sicher Leute wie mich nicht akzeptieren. Wenn ich für Gizmo nicht eine Menge Geld verdienen würde, dann hätte ich sicherlich einen anderen Verwendungszweck für mich. Und Darling, bei diesem Gedanken wird mir ehrlich gesagt schlecht. Was kontrolliert Gizmo noch so? Fast alles Schlechte, was man in dieser Stadt machen kann. Ihm gehört das Casino, er lässt mich und ein paar andere anschaffen. Man sagt, er möchte die Bar übernehmen. Gizmo möchte sich um Killian kümmern, wenn du weißt, was ich meine. Warte mal. Ich brauche noch ein paar mehr Informationen über deinen Boss. Hat er irgendwelche Schwächen? Er glaubt, er hat gar keine. Er ist ein fetter Sack, der sich kaum bewegen kann und wenn, dann nur mit Hilfe seiner Wachen. Selbst die brauchen dazu ein kleines Dreirad. Hehehe. Verstehe ich nicht, aber gut. Wie viele Wachen hat er? Ha, persönlich kenne ich 8, wenn du weißt, was ich meine. Nee? Ach so, ah doch, okay. Ich glaube, er hat noch 10 oder so. Wo versteckt er sein Geld? Geld? Wie soll ich das wissen? Er nimmt nur mein Geld, aber er zeigt mir nicht seins. Ich denke mal, das ist in seinem Schlafzimmer, aber soviel ich weiß, könnte er es an jedem dunklen Ort aufbewahren. Und für Gizmo gibt es da viele Möglichkeiten. Danke, Puppe. Ich brauche keine weiteren Informationen. Kann ich mit dir handeln? Nee. Okay, danke, Puppe. So. Ich hätte gehofft, dass sie uns vielleicht jetzt die Wanze zu Gizmo schmuggeln würde. Das wäre natürlich schön, aber ja, okay. Bei den alten Vollerteilen kann man sogar mit 99% noch daneben schießen. 95% ist das höchste überhaupt. Mehr geht gar nicht. Sündenpool. Ja. Allein die Antwort, danke, Puppe. Das Spiel ist sowas von aus den 90ern. Ja, aber wirklich, ne? Aber wirklich. Oh Gott. Unter der Matratze hat er sein Geld wahrscheinlich, das stimmt. Ich danke dir dafür, dass du Cynthia geholfen hast. Normalerweise gibt es keine Probleme mit ihr. Du hast dir eine angenehme Nachtruhe verdient. Geht auf meine Kosten. Aber bitte nicht
um weiteres bitte nicht um weitere kostenlosen Gaben. Danke. Kein Problem, Zimmer 1, folge mir. Hey, das ist sehr nett von dir, weil ich bin so gut wie tot. Ja, ruhen wir uns aus. Mal gucken, ob wieder irgendwelche Leute als Geißel genommen werden. So, wir haben uns immerhin ein bisschen geheilt. Gucken wir mal in das Regal hier. Was haben wir denn hier im Regal? Nichts. Oh, gucken wir mal in den Spind hier. Was haben wir denn hier im Spind? Nichts. Dürfen wir das Zimmer jetzt für immer benutzen? Kostenlos? Oder war nur eine Nacht kostenlos? Wahrscheinlich war nur eine Nacht kostenlos. Ich brauche ein Zimmer. 25 Dollar. Kein Bedarf, danke. Aber darf ich mal kurz in dein Regal schauen noch, wenn ich schon hier bin? Ich gucke nur kurz ins Regal. Mach überhaupt nichts. Nur ins Regal schauen. Dankeschön. Gangmitglied. Da könnten wir mal noch hinschauen. Ja, ne, so manche Dialoge sind schon ziemlich cringe aus heutiger Sicht, aber das ist halt einfach der Spirit der 90er. Das kann man drüber hinwegschauen. Du befindest dich auf Skulls Territorium, Fremder. Beeil dich lieber. Skulls, wer seid ihr, Jungs? Wir sind die einzigartige Chunktown Gang. Uns gehören die Straßen und wir beherrschen die Stadt in der Nacht. Ich dachte, die Stadt würde nachts von Gizmo beherrscht. Dieser Fettsack kann nicht einmal alleine aufstehen. Wir haben die Macht in dieser Stadt. Wir nehmen uns, was wir wollen. Habt ihr eine Art Deal mit Killian? Wir lassen Killian in Ruhe und er lässt uns in Ruhe, solange alles unauffällig abläuft. Verstanden? Ja. Wiedersehen. Gangmitglied. Mitglied der Gang. Okay, hier haben wir ganz viele Gangmitglieder. Ist ja echt stark. Radical. So, schauen wir mal noch ein bisschen. Suchen wir mal Gizmo. Gizmos! Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Ich habe einen subtilen Hinweis entdeckt. Schauen wir mal. Mein Gefühl sagt mir, dass wir hier in der Nähe Gizmo finden werden. Was? Ich hätte ein paar Fragen. Nein, hau ab. Was? Ich hätte ein paar Fragen. Nein, hau ab. Okay, die Klonbrüder, die wollen uns nicht reinlassen. T-Bone, dankeschön für die Bits. Das Spendenglas wird aufgefüllt. Hurra! Guckt euch die lustigen Hütchen an. Ist das nicht schön? Ich liebe es. Spendenglas ist das beste Plugin ever einfach. Spieler, Roulette. Da hinten ist Gizmo. Wie kommen wir jetzt zu Gizmo? Wie lassen uns die zu Gizmo? Keine Tricks. Dieser Job ist echte Knochenarbeit. Vergizmo nicht. T-Bone, danke nochmal für die zusätzlichen Bits, die das Glas jetzt endgültig füllen. Denke ich. Hurra! Ich erzähl's immer wieder, die Geschichte, ne? Immer wieder. Euch langweilt sie bestimmt schon. Aber ich muss da immer an das Logo von hier Dingsy denken. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Den Machern von Black and White und Lionhead Studios. Und die hatten eine Zeit lang so ein Logo, das genauso funktioniert hat, dass da von oben so Sand reinkrümelte und der hat dann das Logo ergeben. Aber man konnte das Gefäß quasi bewegen und den Sand rundschwappen. War für damalige Verhältnisse eine supergeile Physiksimulation. Mega faszinierend. Und an das erinnert mich das immer, wenn das Spendenglas aufgefüllt wird. Das habe ich schon damals super faszinierend gefunden. Ich glaube, ich speichere jetzt mal kurz. Und dann spiele ich ein bisschen Roulette. Ich setze 5 Deckel.
Sieg! Möchtest du nochmal spielen? Okay. Ich setze 5 Deckel. Sieg! Möchtest du nochmal spielen? Okay. Ich setze 5 Deckel. Sieg! Okay. Aber irgendwie wird's nicht mehr, ne? Was ist da los? Ich setze 5 Deckel. Sieg! Du ziehst. Möchtest du nochmal spielen? Okay. Und ich hab immer... Hä? Ist das verbuggt? Ich hab immer 1058 Kronkorken. Dann setze ich 5. Sieg. Okay. Und hab wieder das Gleiche. Dann setze ich 5. Sieg. Ah! Du gewinnst das Doppelte deines Einsatzes. Okay. Ah, ich verstehe. Ich habe bisher tatsächlich immer nur zurückgewonnen, was ich eingesetzt habe. Nice. Und jetzt habe ich quasi wirklich mehr gewonnen. Und jetzt kriegen wir das Doppelte. Hey, mit unserem Glückswerb. Oh, tut mir leid, Süßer. Vielleicht spielst du das, hast du das nächste Mal mehr Glück. Sieg. Aber mit unserem Glückswerk, Wert, glaube ich, können wir Gizmo ganz schön abziehen hier. Tut mir leid. Ah, jetzt sind wir wieder bei unserem ursprünglichen Einsatz. Nein, wir verlieren. Nein, wir verlieren Geld. Schau, so funktioniert Glücksspiel. Jetzt haben sie mich angefixt und jetzt verliere ich und verliere ich. Und jetzt denke ich mir, naja, jetzt spiele ich aber noch weiter, bis ich wenigstens meinen Einsatz wieder habe. Okay, ich hau ab. Ich verliere hier alles. Okay, 50 Deckel. Sieg, du gewinnst das Doppelte deines Einsatzes. Ich glaube, ich ziehe mich ungeschlagen aus dem Roulette-Game zurück, würde ich sagen. Jetzt haben wir ein bisschen mehr, als wir anfangs hatten. Tiba, und Dankeschön. Jetzt kommt die Bombe, die alles sprengt. Yes, danke. Danke für dieses tolle, physiksimulierte Pixel-Erlebnis. Ich liebe es. Okay. Hey, schön langsam müssen... Ich hab grad... Mir macht's gerade voll Spaß, aber schön langsam müssen wir auf Resident Evil wechseln, damit die Resident Evil-Fans nicht enttäuscht sind. Wunderschön. Danke dir, T-Bone. Near, far, wherever you are. Darf ich einfach so... Ich dachte echt, ich muss irgendwas machen. Hey! Sonst verzockt er noch die Volt 13 an Gizmo. Dankeschön, der Franklin, für 100 Bits. Kann schon sein. Kann schon passieren. Ich darf einfach zu Gizmo durchgehen. Ich dachte, ich muss irgendwas mit den Wachen machen. Die stehen da so bedrohlich. Das sah für mich gerade nicht so aus, als dürfte ich durchgehen. Okay, dann reden wir auf jeden Fall noch mit Gizmo. Was willst du? Ich hab zu tun. Gizmo, ich muss dir sagen, dass dein Plan schiefgegangen ist. Aber warte mal kurz. Eigentlich nichts, ich gehe jetzt wieder. Ich mag Leute nicht, die meine Zeit verschwenden. So, wartet mal. Ich muss in mein Inventar. Und das Tonbandgerät hier ist jetzt aktiviert, oder? Ich habe keine Ahnung. Von Watt Elektronik. Nur einmal bespielbar. Oh Gott, okay. Keinerlei Wirkung. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt... Raus hier, du Arschloch. Ach, shit. Ach, shit. Der will wirklich nicht mehr mit mir reden. Ich hab's verkackt. Ich lade nochmal schnell hier. Dankeschön, T-Bone, dass das Glas wieder aufgefüllt wird. Mega nice von dir. Danke. Oh, ich sehe gerade, dass wir wieder ein Level-Up haben. Oh, wir haben schon ganz schön viele Aktionspunkte. Ich investiere Vollgas in Energiewaffen. Wir werden so crazy in Energiewaffen. Sobald wir eine Energiewaffe haben, machen wir mal auf 100. Aber ich will auch ein bisschen gut öffnen können. So, und Wissenschaft lassen wir aber auch nicht ganz zurück. Okay. Die Wanze im Regal verstecken, funktioniert das? Ich war mir nämlich nicht sicher. Ich wollte ihm die Wanze schon ins Inventar schmuggeln. Aber wenn du meinst, im Regal verstecken reicht, mache ich das mal.
Okay. Und außerdem aktiviere ich jetzt noch den Kassettenrekorder. Das hat keinerlei Wirkung. Okay, ich verstehe nicht, wie der funktioniert. Was willst du? Ich habe zu tun. Ich muss dir sagen, dass dein Plan schiefgelaufen ist. Was redest du da? Nee, wir machen jetzt dann gleich Fallout. Wir haben ein bisschen später angefangen. Jetzt spiele ich noch kurz ein bisschen, aber Viertelstunde vielleicht noch oder so. Auf jeden Fall, Resident Evil. Auf jeden Fall wechseln wir jetzt dann gleich. Ich habe schon alles vorbereitet. Du weißt genau, wovon ich rede. Nee, warte mal. Ich sollte ein bisschen subtiler vorgehen vielleicht. Also, nehmen wir mal an. Beispiel. Also angenommen, du hast einen Killer auf Killian angesetzt und der hat's vergeigt. Dann brauchst du doch einen anderen, der den Job richtig erledigt. Lass mich mal raten. Bist du derjenige? Sehr richtig. Aber das hat natürlich einen Preis. Und wie kann ich dir trauen? Weil ich ein Profi bin. Ich habe sowas schon öfter gemacht. In Ordnung. Machen wir. Aber denk dran, dass mit Gizmo keiner jemals ein falsches Spiel treibt und dann darüber auspackt. Kapiert? Okay, aber zuerst will ich wissen, warum du ihn loswerden willst. Einfach. Ich will ihn tot sehen. Er stört meine Geschäfte. Also, machst du ihn nun alle? Kannst du das bitte nochmal sagen, und zwar etwas deutlicher? Entweder bist du dumm oder ein echt dummer Spion. Egal, denn Iso macht dich. Nein! Oh, ich wollte doch nur ein bisschen Spaß haben hier. Aber gut, wenn du meinst, dann halt auf die harte Tour. Bam, er kickt mich gleich mal halb tot. Holy shit. Okay. Ich bin leider so gut wie tot. Shit. That escalated quickly. Moment mal, ich bin tot. Die Dunkelheit des Lebens nach dem Tod erwartet dich. Mögest du im Jenseits mehr Frieden finden als hier. Amen. Mögen wir mehr Frieden finden als hier im Jenseits. Okay, das war lustig. Das war ein lustiges Ende, würde ich sagen, für heute. Wie gesagt, ich werde definitiv versuchen, dass wir Fallout und Resident Evil irgendwie parallel spielen können in den Streams. Ich muss mal gucken, wie wir das in den nächsten Wochen auf jeden Fall machen. Aber wir spielen definitiv weiter. Und das mit Gizmo machen wir dann beim nächsten Mal nochmal richtig. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Resident Evil 1, dem GameCube. Also quasi jetzt, ich spiele es auf der PlayStation 5, es ist das HD-Remake, das HD-Remaster vom GameCube-Remake. Da sind wir gerade bei einem Chris-Run. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, wo wir sind und was wir gerade machen müssen. Es ist lange her, aber ich freue mich drauf. Ja, kurze Pause, 5 Minuten und dann geht's los.